So, jetzt müsste es laufen. Es ist eigentlich mittlerweile, kann man sagen, es ist ein kleines Schmunzeln, wo man sehen kann, wenn man langsam wird, wach zu werden, dass das einseitige Denken dich von einer Sackgasse in die nächste treibt. Ich betone immer wieder, zuerst, das muss ich vor jedem Gespräch vorne wegstellen, ich erkläre es jetzt dem, der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt. Das wirst du natürlich eventuell mit einem normalen Intellekt anders sehen, weil du ja glaubst, dass das Gespräch vorher von irgendwelchen aufgezeichnet wurde und du mit dem Gespräch eigentlich insoweit nichts zu tun hast, außer damit, dass du jetzt es anschaust, aber nichts damit zu tun hast. Und ich sage, das wäre eigentlich schon weg, wenn du einmal nur als Möglichkeit gelten lässt, dass du jetzt träumst, ohne dass du weißt, dass du träumst. Dann würde das Gespräch jetzt aus dir kommen in ständig wechselnden Bildern. Das ist jetzt die Grundmetapher. Das muss ich vorne hinstellen, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und jetzt wirst du feststellen, dass letztendlich, wenn du die Welt, die du dir ausdenkst, besser machen willst, ich rede jetzt bewusst von der Welt, die du dir ausdenkst, wo du natürlich immer noch in dem Wahn lebst, in deinem Alltagsunbewusstsein, dass du mit dieser Welt da außen überhaupt nichts zu tun hast. Und darum sage ich immer wieder biblisch, du brichst das erste und das zweite Gebot. Das erste Gebot brichst du, weil du dir ein Bild vom Schöpfer machst. In deiner Traumwelt bist du der Schöpfer von dem, was du träumst. Du bist ein unbewusster Schöpfer und kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Aber du machst dir ein Bild von was da droben im Himmel und da drunten auf der Erde, was sich letztendlich nur in deinem Kopf, im Bewusstsein des träumenden Geistes abspielt. Und ich kann jetzt nur wieder betonen, du musst zuerst einmal das als möglich halten, was deine Logik hier von vornherein schon als unmöglich postuliert, als Grundannahme. Dann ist das nächste Paulo-Feeling, dass ich zuerst einmal darauf hinweise, du wirst niemals von mir hören, dass irgendwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre. Es ist ein Teilchen vom Heiligen Ganzen, wo du nichts dran zu verändern hast. Du hast es zu durchschauen und dann fällt es wieder in dich rein. Und wenn du es wirklich durchschaut hast, dann wird es nicht mehr in dir auftauchen. Es wird zum Beispiel der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, das ist jetzt der, der jetzt vorm Computer sitzt oder Handy in der Hand hat, der wird nicht mehr in dir auftauchen, wenn du das Leben durchschaut hast. Und der wird ewig in dir auftauchen, also vergiss, dass du irgendwann in der Zukunft sich dein Körper auflöst und damit löst du dich selbst auf, weil du ja glaubst, du bist dieser Körper. Es ist 100% sicher, dass dein Körper sich in dem Moment in deinem Bewusstsein auflöst, wenn du nicht mehr an diesen Körper denkst. Der den ständigen Wechsel erlebt, das ist hundertprozentig sicher. Und jeder, der hier in dir auftaucht und eine andere Meinung hat, das ist bloß ein Test. Wenn dich das verunsichert, hast du schon wieder ein Problem, ein vorgelegtes, nämlich von irgendeiner geistlosen Figur. Du musst deinen Fokus verlegen auf deinen Interpretationen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Internetseite zum Beispiel aufmache, ich mache mal die letzten Holofeeling-YouTubes, die erst in dir auftauchen, wenn du ganz gezielt das jetzt ansteuerst. Und dann hast du ständig wechselnde Bilder von einer Datei, die niemals in der Vergangenheit erschaffen wurde. Das behaupte ich jetzt einmal. Und dann hast du Daumen nach oben und Daumen nach unten. Und wenn ich jetzt mir sowas anschauen, ich gehe bewusst diese Gedankengänge mit vor so einem Selbstgespräch, von einem Holofeeling-Selbstgespräch. Wenn du bewusst diese Gedanken mitgehst, wertfrei, ohne zu werten, wirst du feststellen, dass hier über lange Strecken eigentlich nur von dem gesprochen wird, was du erlebst in einem ständigen Wechsel. Und jetzt ist da plötzlich ein Daumen nach unten oder vier Daumen nach unten. Und dann schaust du das an und dann kommt vielleicht der Gedanke in dir, was sind das eigentlich für Idioten, hören die nicht zu? Es ist aber doch schon wieder die Interpretation von einem kleinen Zeichen. Dass ich immer und immer wieder darauf hinweise, und das schauen wir uns jetzt an, egal was du anschaust in Wörterbüchern, es stimmt, aber bloß ein bisschen. In dem Moment, wo du das ganzheitlich lesen wirst, sieht es ganz anders aus. Und jetzt übertrage ich einmal hier den Bildschirm. Mach ohne dein, wir brauchen kein Computer-Audio. Und jetzt habe ich hier mal bloß Wikipedia-Einträge. Eine ganze Reihe, die habe ich eben vorbereitet. Da haben wir jetzt den Tempus, den Aroisten, die Infinitesimalrechnung, die Unendlichkeit, das Schöpfen. Das ist bloß so kleine Stichpunkte, dass ich nicht so auch ausufer. Und da fangen wir jetzt mal mit dem Gottfried, schon schöner Name, Gottfried Leipzig an. Das ist die Lebensgeschichte. Das Erste, was jetzt passiert,
du siehst jetzt Schriftzeichen. Diese Schriftzeichen, wann in dem Moment, wo du darauf reagierst, wann Vorstellungen in dir auslösen. Vergangenheit, 16. Juli 1946, 14. November 1716, deutsche Philosophen, Mathematiker, das ist übrigens auch so eine Sache, die Mathematik, die schauen wir uns dann alles nochmal an. Und jetzt müsste ich da nochmal runterfahren. Jetzt einen Fehler gemacht. Wo war ich denn gerade, wo ich das hinstellt? Die Mathematik. Und jetzt schauen wir mal, was dieser Leibniz, den wir uns jetzt aufgrund dieser Worte ausdenken, was der hier angeblich einmal gedacht hat. Und jetzt ist es das Allererste, was wichtig ist. Du hast jetzt Worte vor dir und diese Worte, während du die durchdenkst, fängt in deinem Geist, fängt dein eigener Geist, wenn du alleine bist, zum Sprechen an. Jetzt in dem Moment ist es der Lautsprecher, weil ich das vorlese. Was ist dieses Ich, wenn ich sage, ich lese das vor? Diese Udo Petscher, das ist jetzt ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Siehst du jetzt irgendwann Udo Petscher, ein kleines Pixelmännchen? Es sind alles deine Informationen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Okay. Das heißt, prinzipiell kannst du mit dem Wort Leibniz bloß was anfangen, wenn der auf deinem Speicher drauf ist, sonst wird er erst gar nicht auftauchen. Und dieser Leibniz ist jetzt hundertprozentig ein Gedanke, ein Mensch, den du dir in die Vergangenheit denkst und was der ist, definierst du. Und du wirst jetzt merken, dass alles, was da drin steht, stimmt, wenn wir das bewusst ausdenken. Ich sage jetzt, das ist eine von mir ausgedachte Märchenfigur. Und Märchen sind ganz wichtig. Und Leibniz sagt jetzt, ohne Gott ist nichts. Setze einfach mal für den Gott den träumenden Geist, wie ich es gerade am Anfang gemacht habe. Ohne einen träumenden Geist gibt es keine Traumwelt. Stimmt oder stimmt? Was ist eine Traumwelt, wenn kein träumender Geist da ist? Nichts. Aber was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Auch nichts. Auch nichts. Deshalb setzt er, und da machen wir jetzt E-Quadrat, das bin ich und du, ja, für Gott die Eins und für das Nichts die Null. Sehr gut. Jetzt ist natürlich hier eine große Problematik, dass die Eins, die musst du folgendermaßen so lesen, wie man es spricht, Ein, Ein heißt nichts, nicht vorhanden sein, nicht existierend und im Hintergrund machen wir das S und das ist das absolute Bewusstsein. Es gibt nur ein allereinziges Bewusstsein. Ah, ja. Es Ein, das Bewusstsein ist Ein. Wir können das S davor stellen, dann heißt es, dieses Bewusstsein ist nichts, nicht vorhanden. Wir können S-A-I-N lesen oder A-I-N-S. Dann hast du das nicht vorhanden seiende Bewusstsein. Das bleibt nichts. Stimmt oder stimmt? Ja, geil, richtig. Und du musst jetzt einfach wissen, dass jetzt gehen wir ganz kurz in den Einheitskreis rein, dass der Einheitskreis, diese Eins, ein abstrakter Skalar ist. Ein Skalar ist einfach nur eine quantitative Wertangabe. Eins ist alles. Der Kreis ist unendlich groß, eins ist unendlich. Und wenn ich immer wieder sage, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das Wort nichts, aber das Wort nichts ist nicht nichts. Und zwangsläufig ist der auch alles. Jede Art von Winkelfunktion, die ich hier rausrechnen kann, ist letztendlich definitiv ein Teil von diesen Unendlichen, von diesen einen. Wir nennen das auch Universum. Das in eins gekehrte, weil das einfach nur ausgedacht ist, aber mit jedem Gedanken taucht ein neuer Gedanke auf. Ja, ja. Alles, was da drin steht, stimmt. Jetzt, wenn wir das machen, ist ein kartesisches Koordinatensystem der Ebene. Der Einheitskreis besteht also aus dem Punkt XY 0. Okay? Für die Ebene gilt dann X² plus Y² ist 1. Da lacht dich jetzt eigentlich schon der jetzt ausgedachte Pythagoras entgegen. Wir können dafür das 1 zum Beispiel Z² schreiben. X² plus Y² ist Z². Ja. Der Geburtsgeber Z ist der eine. Im Quadrat heißt JCHICH. Das ist unser E², das ist auch die Energie. Ja. Was jetzt hier wichtig ist, ich mache nur ein paar Kleinigkeiten, wie weit das geht. Ich könnte jetzt, wie gesagt, jedes Wort, dass wenn man das jetzt einmal anschaut, diese Einteilung, dass das außenrum immer mit Wurzeln ist. Siehst du? Alles außenrum sind Wurzeln. Naja, fast alles. Wir wissen,
Die außen schon, die Grundachsen nicht. Doch, naja, die, na, okay. Gut. Außen, außen ist immer Wurzel mit dabei. Naja, da steht zum Beispiel auch mal 1,5, also 0,5. Ja, Moment, Moment, das platze ich, das ist aber die 1. 1 ist unendlich und nichts. Okay. Nichts durch 2. Gut. Was hier wichtig ist bei der Wurzel, wir wissen, dass die Wurzel immer 2 Ergebnisse hat. Das habe ich immer wieder gesagt. Das ist so elementar wichtig, das zu vergessen. Hast du verloren, du hast schlichtweg und einfach verloren. Jegliche Form von raumzeitlicher Berechnung, jetzt rein einmal normal naturwissenschaftlich gesehen, arbeitet entweder mit Potenz und da gehört zu einem im Quadrat, diese 2 ist immer Plus und Minus, weil da im Hintergrund immer die Wurzel steht. Und ich mache immer wieder so Kleinigkeiten, du warst ja bei mir da, ich muss mal ganz kurz trotzdem nochmal das Bild herholen. Weil das ist eine Kleinigkeit aus meinem alten Arithmetikbuch. Weil man dort das noch richtig schön sieht. Da gibt es übrigens ein längeres YouTube davon. Das ist ja aus einem alten, aus den 70er Jahren, aus einem alten Mathematikbuch. Das ist ja nur ein Rechenbeispiel. Und das ist ursprünglich, ist da so plus minus gestanden, da ist bloß der Filzer so nass gewesen, darum ist das aufgegangen. Da wird jetzt hier die Wassertiefe berechnet, das muss ich jetzt nicht erklären, das ist ein Rechenbeispiel. Aber da wird noch darauf hingewiesen, ganz arithmetisch korrekt, wie man die Wassertiefe ausrechnet. Und dann heißt es hier, die Wassertiefe ist plus minus Wurzel 5636,25 ist dann ungefähr plus minus 75,1. Und jetzt schau, was da steht. Die Wassertiefe beträgt also 75,1. Der zweite Wert, minus 75,1, hat keine praktische Bedeutung. Das ist der Fehler. Selbstverständlich hat er eine praktische Bedeutung. Das ist, wie ich immer wieder sage, ungefähr so, wie wenn du jetzt sagst, ich stehe auf der Spitze eines Berges, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Ja, genau. Ich bin jetzt gesund. Die Krankheit hat keine praktische Bedeutung. Genau. Doch, du kannst nicht gesund sein, wenn im selben Moment eine Krankheit da ist, so wie du nicht oben sein kannst, an oben denken kannst, wenn du nicht im selben Moment einen unten erschaffst. Das ist das Prinzip. Ja, genau. Es gibt keinen Wasserberg über der Wasseroberfläche, wenn nicht im selben Moment dieselbe Menge, dasselbe Volumen ein Nichts da ist. Das ist ja, wenn ich das rausstippe, fällt es ja unten. Aber das eine kann ohne das andere gar nicht sein. Okay? Ja. Jetzt gehen wir mal da in die Zahlenwelt der Zeichen. Da wird jetzt der Einheitskreis, sämtliche, wenn wir jetzt hier einen Sinus rauskonstruieren, oder einen Cosinus oder was auch immer, dann tragen wir in einer zeiträumlichen Achse, wie du das nennen willst, tragen wir einfach Winkelfunktionen auf, die in diesem Einheitskreis gleichzeitig da sind. Ja. Da ist jetzt zum Beispiel, wenn ich die obere Hälfte Plus nenne und die untere Minus, Plus, 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 Minus, 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 wissen wir das. Das sind erst einmal die 2 Seiten und die 4 Seiten, wo ich erkläre. Wenn wir jetzt die ersten 90 Grad beginnen wir bei 0, was jetzt als Uhrzeiger die 3 wäre, das ist unser D3, üben 3 und drüben 3. Wenn wir jetzt das in 5 Grad Schritten hochfahren, gibt es genau 18 Schritte, stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns das an, der erste Schritt ist hier. Warte mal, geht gleich wieder los. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt, fünfter, sechster, siebter, du wirst jetzt feststellen, bei 45, beim Adam ist der 9. Schritt und bei 90 ist der 18. Schritt. 18 ist ich und 90 ist der Geburtsgeber. Der Adam ist eine Spiegelung, die 45, weil der Sieger wenig Körper, Denker und Ausgedachtes gleichzeitig ist. Ja. Da steckt noch viel, viel mehr drin, wenn ich jetzt das im Detail erkläre. Darum ist ja auch Bi durch 4, das ist die 45 jetzt hier roh geschrieben. Das zu erklären ist einmal vollkommen unnötig. Ich wollte es bloß angesprochen haben. Wir waren bei dem Gottfried bei der 1. Die 1 ist unendlich viel. Der eine, das Uni im Universum ist alles gleichzeitig. Das ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Mhm. Und weil du nicht alles gleichzeitig denken kannst, den Einheitskreis, diese 1, kann ich mir hindenken. Ich kann mir jetzt auch hier unendlich viele Winkel reindenken in den Einheitskreis. Es ist aber kein definitiver Winkel, darum ist 1 ist nicht so null gleichzeitig. Jetzt pass auf, gleichzeitig, da haben wir schon das Galfane, das geistige Licht.
wird zwangsläufig zu einer Welle. Aber Welle ist immer dieses Dual, das gleichzeitig aufspratzt. Es ist auch hell und dunkel gleichzeitig und einatmen und ausatmen gleichzeitig, weil alles, was prinzipiell ist, immer nur jetzt sein kann. Du kannst es nur aber als Facette sehen. Das heißt, wenn du einen Film anschaust, sind alle Bilder, die prinzipiell auftauchen können, auf der Datei gleichzeitig. Die Bücher im Bücherregal sind alle gleichzeitig da. Vorausgesetzt, du denkst an das Bücherregal. Die sind jetzt da, wenn du das Bücherregal denkst. Denkst du nur an ein einzelnes Buch, sind die anderen Bücher existieren nicht mehr, sie sind aber immer noch in dem Bücherregal. Das natürlich nur existiert, wenn du das denkst. Das ist eine tiefere Schicht in dir. Habe ich tausendfach erklärt. Ich will jetzt da nicht so in das Detail gehen. E-Quadrat, ich und du, untersucht die Sprache. Die Untersuchte ist jetzt ein Aroist, das ist eine Tempusform, dass diese Grammatik zwangsläufig in dir das Gefühl auslöst, dass was in der Vergangenheit gemacht hat. Er kann aber, was er tut, immer bloß jetzt tun, wenn er Geist ist. Alles, was ein Geist denkt, kann er bloß jetzt denken und kann es bloß jetzt anschauen und es ist hier. Untersuchte er, also wie gesagt, diese grammatikalische, untersucht er jetzt in diesem Moment die Sprache und stellt fest, dass sie ständig Fehler zulässt. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Vergangenheitsform mir ausdenke, meine ich, das ist hier nicht mehr. Darum fehlt es ihm jetzt, obwohl es doch bloß jetzt gedacht werden kann. Dadurch entstehen enorme Verständigungsprobleme, die über kurz oder lang zu Konflikten führen. Stimmt. Leibniz setzte als Ziel seiner Forschung die Lösung dieser Konflikte. Jetzt denken wir uns einen und wir bestimmen, der Leibniz ist jetzt hundertprozentig sicher ein Gedanke. Ich sage immer, sobald du an einen Menschen denkst, ist es wie wenn du an eine Kiste denkst. Mhm. Wenn ich jetzt sage, der Leibniz dachte sich, es wie in seinem Kopf hat sich das und das abgespielt, jetzt macht es ins Jetzt. Ich denke jetzt mir in den Kopf vom Leibniz, das ist eine Kiste, was ich in der Kiste, die ich mir denke, abspielt, bestimme ich. Und ich bestimme das jetzt, weil das da steht. Und ich meine, ich habe mit dem, was ich mir jetzt ausdenke, nichts zu tun. Wie sieht es aus, wenn du jetzt träumst? Das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Bleib im Jetzt, geh diese Gedanken mit. Er meint, erkannt zu haben, du merkst, da wird schon so diese Worte lösen in dir, du musst achten, was meint er erkannt zu haben. Was löst es in dir jetzt für ein Gefühl aus, deine Auslegung dieser Worte? Ja, eine gewisse Unsicherheit. Eine Unsicherheit, die du dem zusprichst, den du dir jetzt ausdenkst. Kann ein Mensch, den du dir ausdenkst, anders sein, wie du ihn dir ausdenkst? Du hast mein berühmtes, was denken dann die Leute von mir? Mhm. Ich sage, die Leute, die du jetzt denkst, entstehen in dir, weil du an Leute denkst, bei dem, und die werden das denken, was du denkst, dass sie von dir denken. Meine Kisten. Eigentlich ist es total dumm, sich diese Frage zu stellen, wenn ich das erkannt habe, ist ungefähr so, ich denke mir eine Kiste aus und jetzt frage ich mich, was ist in der Kiste drin? Mhm. Wenn ich jetzt weiß, was ich jetzt denke, dass ich jetzt an der Kiste denke, ist es doch total doof zu fragen, was in der Kiste drin ist. In der ist erst was drin, wenn ich mir was reindenke, und zwar das, was ich mir in die Kiste reindenke. Ja, genau. Dass unser Denken, und jetzt wird es interessant, eigentlich ein Rechenvorgang ist. Stark. Du bist eine KI, womit sich der Kreis zur Religiosität und jener von Gott und nichts wieder schließt. Übrigens, dieser Leibniz, wenn du eine Allgemeinbildung hast, ist der Erfinder von dem Binärsystem. Mhm. Das heißt, der hat jetzt versucht, ich lese mal nochmal weiter, das ist, dass du mal merkst, die grammatikalischen Formen, das führt uns dann zu dem Aoist, das ist altgriechisch, Aoistos heißt eine unbestimmte, in Klammer, Zeit. Da haben wir zuerst einmal Aor und ich sage immer wieder, das ist das hier, nur hebraisiert, das ist das Licht. Mhm. Weil da ein Licht in dir ist, die Lampe im Projektor wird es in dir hell. Mhm. Das ist immer mal zuerst einmal der Schöpfer und seine momentan aufgespannte Berechnung. Und dieses Licht ist, das ist der Aroist. Ja. Ich könnte jetzt da ins Griechische, grammatikalisch, in einigen indogermanischen Sprachen sowie in einigen anderen Sprachen, bla bla bla, ist es ein Tempus der Vergangenheit. Unser Problem mit Vergangenheit ist ein riesengroßes Problem, weil du zwanghaft logisch chronologisch denkst.
Was ist ein Dembus? Schauen wir uns mal den Dembus an. Der Dembus ist eine grammatikalische Kategorie, die relativ zu einem wirklich oder angenommenen Sprechzeitpunkt, Sätze für Sprechzeitpunkt, Denkzeitpunkt. Der Denkzeitpunkt ist dein Bewusstsein. Das ist hier und jetzt. Ja. Also es ist eins. Okay, und das Sein, das Sein, das Bewusstsein, das nicht existiert, das bist du selbst. Die zeitliche Lage der Situation annimmt, die vom Satz bezeichnet wird. Das heißt, der Sprechzeitpunkt, egal was du sprichst, jedes Wort, das du sprichst, sprichst du jetzt. Und durch diese Grammatik, durch den Tempus der Grammatik, gibst du eine zeitliche Lage dieser Situation an. Bist dabei? Ja, ja, vollkommen. Du setzt es in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Schau mal. Wir schauen uns mal den Tempus an. Einfach die Worte mit Temp. Mhm. Das ist die Zubereitung und die Bearbeitung eines Gedankens. Ja. Das Temperamentum heißt, diese Wellenberg und Wellental in ein richtiges Verhältnis setzen. Eine G-hörige, G-E-Quadrat ist der Geist, das sind wir zwei. Wir hören eine gewisse Mischung. Ischung, Ischen heißt Schlafen und etwas, was sich hinträumen, hebräisiert. Schau dir das einmal an. Die Atem ist Material, alles ist... Ich mache nur Maschinenübersetzung, sonst müsste ich so ins Latein reingehen. Das Gleiche ist die Sache von. Die Sache immer dran denken, die Sache sind nicht irgendwelche Gegenstände, Sache und Ding sind erst einmal Gerichtsverhandlungen, wo über richtig und verkehrt entschieden wird. Okay? Ja. Und das wird jedes Mal anders gemischt. Ja. Das Verhältnis, du setzt dich in eine Einseitigkeit. Den Mittelweg, die Nulllinie, von der weißt du nichts. Ja. Okay? Wir bleiben mal ganz, dass ich nicht so auch reingehe. Die Mäßigung des Maßes, ich mäßig halt, nicht so auch ausschlagen. Die Mäßigung, gemäßigt sein, plus minus ausgleichen, ich nenne es immer im Balance halten. Temperatio, pass auf, tempero, die rechte, richtige, zweckmäßige Einteilung finden. Du schießt ja jedes Mal das Ziel hinaus. Ja. Du beugst dich ständig. Ich sage, du musst wie auf an der Spitze, das ist das Ewige hier und jetzt, schau das kleine Bild an. Wenn du dich gedanklich ständig in die Zukunft denkst, nach vorne beugst, fällst du runter aus diesem Mittelpunkt. Dann wirst du unheil. Wenn du ständig in der Vergangenheit hängst, weil du nicht loslassen kannst, fällst du runter. Wenn du nur rechts oder links orientiert bist, fällst du runter. Ja, ja. Okay? Jetzt mild werden, milde werden, die gehörige Mischung, Beschaffenheit. Denk immer an die Affinität. Affen sind Affinitäten. Ja. So, und jetzt kommen wir langsam in den Bero. Einer Sache, ein Ziel, ein Maß setzen, in Schranken anweisen, weil der Abschnitt, den man macht, eine Begrenzung voraussetzt. Setze mal für die Begrenzung, wenn ich nach vorne schaue, fällt mir hinten. Das rechte Maß, das aufrechte, das transversale Maß, musst du jetzt erst einmal erklären, dass unsere drei Drehungen, dass alles hier und jetzt ist. Okay? Ja. Und jetzt erst kommen wir langsam zu dem Zeitpunkt. Mhm. Dieser Zeitpunkt ist jetzt. Aber wir machen in diesen einen Punkt viele Zeitabschnitte rein. Und diese Zeitabschnitte verstreuen wir gedanklich um uns herum, obwohl die sich in dem Zeitpunkt, in dem Hier und Jetzt befinden. Und darum ist es deine Periode. Jetzt wissen wir, Ort, ich schreibe jetzt einmal das so, das ist erst einmal der Dunst, wenn wir es mit Aleph schreiben. Das ist jetzt die Ewigkeit in Ewigkeit. Die Ewigkeit ist das ewige Hier und Jetzt. Mhm. Aber in dem Hier und Jetzt, diese Wörter machen im ersten Moment keinen Sinn. Dieses ewige Hier und Jetzt ist das dann mal die Berechnung einer Beschwörung. AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Du sitzt auf den Thron, von denen habe ich gerade gesprochen. Ja. Da haben wir übrigens die Reiche, die Spiegelwahrnehmung. Und es gibt eine unbegrenzte Zukunft, aber dazu auch eine unbegrenzte Vergangenheit und du bist der Zeuge. Darum ist dieses Ed, hast du mal die Quelle geschlossen. Ich sage, alles, was du dir ausdenkst, die Ursache für das, was in dir auftaucht, ist die Quelle. Wenn es auftaucht, ist ein Augenblick, der Augenblick, der geöffnet wird. Mhm. Und das ist eigentlich dann auch das hebräische Wort, das heißt einmal, meistens wird es mit bis übersetzt. Bi in mir ist das Bewusstsein. Ja.
Und unsere Ausgangsbasis waren hier diese Facetten des Bewusstseins. Wo war ich gerade im Tempus? Jetzt weiß ich nur, wo ich da reingesprungen war. Na. Da war ich weiter oben. Die Periode um mich herum, ich verstreue jetzt, Ode war mal, verstreut es um mich herum. Und das ist immer wieder die ganze Zeit hindurch. Jetzt ist natürlich die Zeit, es ist eine augenblickliche Erscheinung. Mhm. Das ist immer, im Meer. Die oberflächlichen Wellen kannst du vergessen. Und dieses Ode, wir haben ja gesagt, wir machen mal hier hinten dran, das habe ich Zeug gemacht. Das heißt, wenn jetzt diese Ewigkeit, dieses ewige Immersein, die eine Wahrnehmung macht, ja, ist immer eine Gemeinschaft, ein Gebot, geb, denk wieder an geb ewig, sagt er, wenn der Geist belabert. Dann kriegen wir doch diese, in was nicht wie viel Selbstgesprächen ich darauf hingewiesen habe, dass der Geist, der belabert, gibt genau die Welle. Bugelschild, erhöht es, erhöhe Erwiderung, fällt die gewillt ist, dann geht es nach unten, dann kommst du in die Höhle, die Rückseite unten, die Vertiefung und ganz unten ist der Wasserbehälter. Mhm. Aber ich will, wie gesagt, jetzt da gar nicht, wir bleiben bei den Leibniz, weil sonst kommen wir nicht weiter. Konsequenterweise versucht er, eine sichere, logische Symbolsprache zu entwickeln. Das ist das Binärsystem. Unsere Computer arbeiten damit, ist natürlich ein großes Problem, das ist dieses Dualsystem. Dual habe ich so oft erzählt, All heißt Gott, Du ist zwei in Zusammensetzung, Dual heißt Du, heißt auch nichts, Du wirst jetzt zu zwei, nämlich Wellenberg, das Dualsystem. Große Problematik dabei ist der ausgeschlossene Dritte. Genau. Der Schalter selber wird nämlich außer Acht gelassen, wenn wir uns die 1 und die 0 als einen Schalter vorstellen. Mhm. Das ist nämlich eine ausgedachte These und eine ausgedachte Antithese. Aber es gibt keine These und keine Antithese, wenn keine Synthese da ist. Es gibt auch keine Welle, wenn wir keine Nulllinie haben. Kein Nullpunkt. Ja. Ja, genau. Das ist das Nichts und die Eins. Aber die wird nicht in zwei Seiten aufplatzt. Darum ist jetzt auch die sogenannten Quantenbits, wo man dann die Gegenteile auch noch möglich macht. Das ist, hast du im Einheitskreis eigentlich schon. Weil der ist ja nicht plus, plus und minus, sondern auch nochmal gespiegelt plus, minus, minus, plus. Stimmt oder stimmt? Ja. Konsequenterweise, jetzt müssten wir das konsequent, bin ich überall schon drauf eingegangen, versucht er eine sichere logische Symbolsprache zu entwickeln. Dafür diskutiert er das Dualsystem entsprechend, es bildet eine Operationale für die Computertechnik. Das ist unser Leibniz. Wichtig ist, er beginnt bei Gott. Jetzt ist es ja so, dass das Ganze mit der Mathematik, das ist so vielfältig. Schauen wir mal, was die Mathematik ist. Und da beginnt der ganze geistige Dünnschiss. Die Mathematik, österreichisch, hochdeutsch, bla bla bla, griechisch, und jetzt kommt der erste Fehler, kommt vom griechischen Mathematike Techne, die Kunst des Lernens. Das ist schlichtweg und einfach in einem gewissen Maß eine Übertragung, ist eine Wissenschaft, die aus der Untersuchung von geometrischen Figuren und dem Rechnen mit Zahlen entstand. Schau, die ganzen, dieses Wort hat nicht das Geringste mit Rechnen zu tun. Das sind alles Auslegungen, die du geistlos nachplapperst, weil deine Lehrer dir das erzählt haben, die ihren Lehrern nachgeplappert haben. Für die Mathematik gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Das ist schlichtweg eine Lüge. Heute wird sie üblicherweise als die Wissenschaft beschrieben, die durch logische Definitionen, schau dir das an, selbst geschaffene abstrakte Strukturen mittels der Logik auf ihre Eigenschaften und Muster untersucht. Ja. Wichtig, die Betonung liegt auf selbst geschaffene Strukturen. Genau, ja. Alles, was du dir ausdenkst, baut auf der Logik auf, die du zum Denken benutzt, und das ist dein anerzogenes Wissen, glaube ich. Ja. Das Wort Mathematik zu sagen, da gibt es keine anerkannte Definition, ist ein Blödsinn. Das ist einfach nur geistlos nachgeäffter Schwachsinn, weil ich kann ganz leicht das nachschauen, das ist ein griechisches Wort, das habe ich zigfach gezeigt. Wir haben einmal das Mathe. Das gelernte Wissen eines Dummkopfs, ne? Genau so ist es. Das ist zuerst einmal Mathema, Mathe eigentlich auch, wenn du da tiefer gehst, ist das Gelernte, einfach nur das Gelernte. Wir sind schon übertragen, Arithmetik, Geometrie, ich habe auch nicht nur Arithmetik und Geometrie gelernt, es ist ganz allgemein das gelernte Wissen. Der Unterricht, den der Schüler genießt, der ist bei dir sehr im Argen liegen.
Dann zu lernen, allgemein zu erkennen, etwas wahrzunehmen. Lernen, 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 nochmal lernen und so weiter. Ich möchte gern lernen, ein Schüler sein. Schüler mich, es schülert mich. Schau mal das an. Ja, es schüttelt lernen, mich. Lernen. Der Mate ist einfach nur, hat mit Lernen zu tun. Und der Madik, den müssen wir jetzt auch reinmachen, der schreibt sich aber nicht mit einem Tet, sondern mit einem Tau, Taf im Hebräischen. Und jetzt geht's los. Töricht handeln, handeln. Possen ein Lügenträger. Töricht der Rat, ich soll mal die Automatik, das Selbst. Ja. Töricht, prahlerisch. Jeder normale Mensch, jeder geistlos nachäffende Affe in deiner Traumwelt, jeder Antagonist, der in deinem Traum in dir auftaucht, ist zuerst einmal einfach nur eine Figur, im Hintergrund eine gewisse Logik, die du beim Videospiel KI nennst. Und die geben alle nur eitles, vergebliches Geschwätz von sich. Der hat das entdeckt und der hat das empfunden. Vor 200 Jahren wurde die Wasserkühle entdeckt. Ich habe tausendfache Beispiele. Sie sind vergeblich schwätzende, nachäffende Affen. Das klingt jetzt sehr, sehr lieblos, es ist aber das, was ist. Vergebliche Arbeit, sich am Leben zu erhalten. Irgendeinen Gedanken am Leben erhalten zu wollen, ist geistloser Akt. Stimmt oder stimmt? Ja. Matthäus. Nichtigkeit von Sachen ohne Kraft und Wirkung. Bossen, Zotenreiser. Menschen, die eitel sind, die töricht sind. Eitel übrigens, das hebräische Wort für eitel, hebräisch. Das ist letztendlich das Kaschak, die Finsternis, die Unwissenheit, das Dunkle. Das hier definitiv Kasch. Eilen, empfinden, fühlen, sich beeilen. Das ist das Eilen, die Empfindung, wenn du lichtgeschwind denkst. Das ist dein Empfinden. Wir waren aber bei eilig. Eilen. Eitel war das. Moment. Eitel, komme ich gleich dazu. Eitel. Eitel ist das Eilen mit der Lichtgeschwindigkeit und das führt uns jetzt zum Hebel. Mhm. H, der Buchstabe H, dann kommt der Buchstabe B, darum ist das H, so wird es im Hebräischen geschrieben. Das ist der Abel, da steckt das A, steht eigentlich ein H. Ja. Das ist ein Nichts, eine Nichtigkeit. Okay, die Nichtigkeit, die Vergänglichkeit. Und dieser Hebel, der wird auch sehr, sehr oft als Eitelkeit übersetzt. Ach so, okay. Eine Nicht-, eine Vergänglichkeit, ein Nichts, ein Wahn, eine Nichtigkeit, da hast du die Eitelkeit. Ah, ja. Du kannst es ganz leicht überprüfen, wenn du jetzt zum Beispiel die Bibel nimmst. Ich will dir das ganz kurz einmal beweisen, wie unterschiedlich das ist. Wir fahren nochmal in den Bibelserver rein und dann tun wir ganz einfach den Prediger aufschlagen. Und es beginnt. Das sind die Reden des Predigers, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Aha. Ich sag Luther. Die Elberfelder, da steht nämlich das Wort Hebel. Ja. Die Worte des Predigers sind Nichtigkeiten und Nichtigkeiten. Aha. Das ist nämlich, letztendlich ist dort das Wort Hebel. Darum wird es einmal mit eitel übersetzt und einmal mit Nichtigkeit übersetzt. Okay. Wir können da gerne mal reinspringen. Dann zeige ich das im Original. Ja. Eitelkeit. Das ist die Eitelkeit der Eitelkeit. Das ist die Elberfelder Übersetzung hier. Der Luther übersetzt dann die Nichtigkeiten. Das ist ein Hauch, ein Nichts. Götzendienst, Nichtigkeiten, vergebens, vergänglich, täuschen lassen. Das ist diese hebräischen Übersetzungen dazu. Mhm. Eigentlich genau genommen, schau, Eitelkeiten ist hier in einer Dualwelt. Die Eitelkeit des Nichts wird zu einem doppelten Nichts, wenn ich weiß, dass das eine Dualendung ist. Ah ja, genau. Ein Nichts, aus einem Nichts werden zwei Nichtse. Ja. Das Nichts ist Gott, All, und die zwei Nichts sind dann Wendal und Wendberg dazu. Ja. Die wahrgenommene Polarität des Lichtes ist das Meer. Schau. Die wahrgenommene Polarität des Lichtes ist das Meer. Ja, habe ich. Ich bin dabei. Nur blau lesen. Mhm. Schau, und wenn ich das BL einzeln mache, das nicht,
dieses kaum, außer, ganz interessant, haben wir wieder AOB, die Beschwörung, die erweckt wird in dir selber, durch dich. Mhm. Bei Bedacht. Das Bedachte ist B im Dach, das Ausgedachte, GG. Ja. Ist das Sinnen. Das ist die Raumzeit des Innen oder das Bewusstsein des Innen. Hängt davon ab, ob du das Rot oder Blau liest. Ja. Es ist das Bewusstsein des Innen und die Raumzeit ist auch Innen. Das ist das Rote und das Blaue S. Was wir gerade gehabt haben mit dem Sein, S-A-I-N, Bewusstsein ist nicht existierend, oder A-I-N-S, das nicht existierende Bewusstsein. Das ist die Eins, die ist alles gleichzeitig. Ja. Das macht die Vordersprache. Gut. Ja. Schauen wir mal hier weiter. Schau, das ist, du merkst jetzt, wenn ich jedes Mal genau war, wir waren hier eideltöricht. Drum ist Mathematik, heißt eigentlich das gelernte Wissen von Lügen, von Schwätzern, von vergeblichen Geschwätz, von Lügenträgern. Jeder von dir ausgedachte Mensch, was der äußert, ist ein Lügenträger, weil er behauptet, ihm wird es auch geben, wenn du ihn nicht denkst. Wie sieht es aus, wenn das Figuren in einem Traum behaupten? Dann lächelst du doch bloß. So sollte es sein. Okay. Die geben dir alle einen törichten Rat, was natürlich das Tor ist, natürlich ganz interessant, weil das Tor, sollte dir klar sein, dass das töricht, weißt du, wo das herkommt? Nein. Töricht von dem Wort Tor. Das ist die Reihe, eine Spiegelwahrnehmung. So, wenn das verkehrt macht. Das heißt unvernünftig und dumm. Ein einfältiger Mensch. Ein irrsinniger. Das sind die Tore. Mhm. Schau, interessant, wenn man die Sachen, du kannst die alle umformen. Der Narr, was ist ein Narr? Wir wissen, das ist ein flackerndes Licht. Mhm. Es ist schon ein Licht auf der Leinwand, nicht die Lampe im Projektor flackert nicht, das Bewusstsein selber flackert nicht. Das ist, wenn ich sage, du bist dein ganzes Leben dasselbe Bewusstsein gewesen, dasselbe Leser, der das Lebensbuch erlebt, das du zurzeit durchlebst. Ja. Gut? Mhm. Das war jetzt die Mathematik. Also von wegen für die Mathematik gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Du kannst es, schau dir einfach das Wort Mathematik auf Altgriechisch an und dann hast du die Definition. Was natürlich jetzt wichtig ist, dass man jetzt noch wissen sollte, dass diese altgriechischen Wörter, indogermanische Wörter sind, die aus dem Sanskrit abstammen. Wo du jetzt sofort wieder anerzogenerweise an Indien denkst. Aber wenn das doch aus dem Indischen abstammt, wieso ist das indogermanisch? Wenn wir zwei, machen wir uns einmal den Spaß, wir lassen uns jetzt einfach einmal treiben, Holger. Wir gehen jetzt einmal hier in das Sanskrit rein. Da gibt es verschiedene Wörterbücher. Ich nehme jetzt einmal hier den Böhling. Da müsste ich dir natürlich auch viel erzählen, weil wir natürlich da wesentlich mehr Schriftzeichen haben. Da gibt es das einmal wie im Hebräischen, haben wir zwei Wörter für ich. Wir haben das Ani. Okay, dieses Ani, was ja auch Schiff heißt, das Ania, das ist das blaue Ich. Das ist Schöpfung, schöpferisch, Existenz, Intellekt. Das ist die schöpferische Existenz eines Intellekts. Wir können dann auch rot machen, dann ist es der Schöpfer sein. S-A-I müssen wir mit A-I jetzt, mit L-F-I. Bewusstes Sein, Bewusstsein ist nicht existieren, weil das Gott ist. Gott kann nicht existieren, darum macht ihr kein Bild von Gott. Ein träumender Geist ist letztendlich ein Gott für die Welt, die er träumt. Und alles, was er sich ausdenkt und um sich herum denkt, obwohl es in ihm drin ist, in seinem roten Kopf, Beroshit, hier oben. Ja. Jetzt ist aber, sobald ich mir einen träumenden Geist denke, ist der auch schon wieder was Ausgedachtes. Gott ist eigentlich der, der jetzt sagt, ich denke mir einen träumenden Geist aus, den ich was träumen lasse, dann ist der träumende Geist der Gott für die Welt, die er träumt, die sich in ihm selbst abspielt. Darum sind es ja auch Informationen und keine Außenformationen. Und dann haben wir das Anogi. Das ist auch ich. Was soll ich jetzt machen? Gut am Ende. Du hast nur Rückschritt, ein Rückschritt. So, das ist auch interessant, dass das Lot, dass das Lotrecht heißt, ich nenne das immer die transversale Lotrecht, das ist das rote Ich, das ist das aufgerichtete Senkrechte. Ja. Was natürlich dann noch interessant ist, dass wenn man hier das Lot, sorry. So, jetzt. Ja. Wenn wir da das Lot drauf machen, kriegst du eine Bedeckung. Jetzt hast du das praktisch hier diese in geöffneten Ecken. Das ist aber das Zentrum. Mhm. Der Bedeckte, der einen Schleier vor sich hat,
immer dran denken, da wenn ich jetzt ein B, das ist ja, kann ich ja Lut lesen, dann habe ich B Lut. Das heißt dann in diese Hülle stecken, B Lut. So. Drum ist das das hebräische Wort für die Eichel. Mhm. Da hast du eine Vorhaut. Stimmt oder stimmt? Ja. Das Wort hast du auf Hebräisch, hast du Eichel. Schauen wir mal, was der Google macht draus. Die Eichel. Jiddisch. Die Eichel hat eine Vorhaut. Da hast du ein rotes Köpfchen. Und was ist da drüber über dem roten Köpfchen? Ein H-Out. Das Zeichen. Die Zeichen. A-U-T heißt nämlich Zeichen. Ja. H-Out, der Deckel, der Buchstabe, die Zeichen. Mhm. Also gut. Jetzt weißt du, wieso Bilut in einer Hülle stecken, wieso das als Eichel. Merkst du, das ist eine Symbolsprache. Ja. Aber genau genommen, B als Vorsilbe heißt in einer Bedeckung, in einer Verhüllung sein. Und wer ist da in einer Verhüllung? Ich mache mal das Lut noch mal einmal. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das ist der Adam. Ah, ja. Adam ist genau genommen im Pyramidenwert aufgebaut, die 111 des Aleph, der erste. Vor dem Beroshet ist nämlich ein Aleph, das du dir nicht denken kannst, weil sich das in sich selber aufhebt. Ja, stark, ey. Und dieses Aleph-Zeichen wissen wir ja, dass das Aleph, wenn man es uns genauer anschaut, der erste Buchstaben, zwei J sind und ein Waff dazwischen, das ist die 26, das ist Jahwe. Der hat jetzt vorhin wer die 111? Ja, genau. Okay. Ja. Der ist innen 1 und außen 1. Das ist die 1 und die 0 und im Pyramidenwert 1. Das können wir alles genau, das ist eine reine, ganz präzise Computersprache. Das wird immer klarer. Hoffe ich. Was jetzt wichtig ist, was jetzt wichtig ist, dass diesen Bilut in der Hülle stecken. Wo war man? Gehört ich der Rat? Mathematik, also wie gesagt, das tun wir jetzt einmal wegmachen, dann schauen wir mal die Illusion nochmal an. Ich gehe tausendmal auf die Illusion ein, du hörst es, aber du nimmst es nicht für voll. Mit du meine ich jetzt übrigens nicht den Holger, den du dir ausdenkst. Der Gedanke versteht es sowieso nie. Also du wolltest also, noch... Wie der Gedanke Udo das jemals verstanden hat. Entschuldigung, das Udo. Das funktioniert anders. Du wolltest nochmal einen Schwenk machen ins Sanskrit, glaube ich. Ins Sanskrit, das war's, Dankeschön. Bin schon wieder zu weit gewesen. Das Sanskrit ist natürlich sehr interessant, weil wir da wesentlich mehr zeigen und wir haben eine feinere Auflösung. Es ist vor Ani und Anoki. Dieselben Worte gibt es auch im Sanskrit. Und zwar haben wir zum einen das Wort Ma. Dieses Ma, das Ich, das mein Ich. Mhm. Okay. Ganz, ganz interessant, eine magische Form L. Mark ist der Zauberer, Ich ist Gestaltwerdung. Stimmt oder stimmt? Ja. Im Hebräisch, ein gestaltgewordener Geist, den wir uns ausdenken, ist ein Magier. Mhm. Immer an das AOB denken. AOB ist die Schöpfung und auf ist die Beschwörungskunst. Die Geburt einer Beschwörung hat zwei RR. R heißt erweckt, erweckt. Wellenberg und Wellendal. Das ist der Zaub RR. Mhm. Der Magi ist ein gestaltgewordener Geist, ist ein Intellekt, der in dir erwacht. Er. Wie rot gelesen. Bist du dabei? Ja, ja, ich bin da. Bist du schon ein Zaubermeister? Arbeite dran. Das ist übrigens IER, wenn wir das IER im Ganzen schreiben. Das ist das hebräische Wort für einen Wald. Was soll jetzt das wieder heißen? Ah. Also ganz einfach, ein Intellekt ist eine augenblickliche Berechnung. Ja. Das ist ein doppelt aufgespannter Gott, der sich öffnet. Mhm. Also immer Gott, ein doppelt aufgespanntes Nichts, das jetzt plötzlich geöffnet wird. Interessant, es öffnen sich aber vier Seiten, es ist der Einheitskreis. Ja. So, wir schauen uns das einmal, das ist das Erste. Jetzt können wir da noch weitergehen, weil das da mit Wissen zu tun hat, mit Binden, eine Fessel, der Do, die Leibesmitte, pass auf, ganz interessant. Es ist dieses Ma, dieses ausgedachte Ich, ich das mein, wir können ja immer wechseln, rot-blau, ist die Leibesmitte in einem Frauenzimmer. Die Frau ist immer die Geburt im Meer. Und dieses im Meer, mach einfach ein M dazu, ist das Bewusstsein, unser rotes S. Im Lateinischen nennen wir das Thalamus. Ja. Der Thalamus ist, wo alle deine fünf Sinnesorgane bis auf der Geruchssinn
Wenn du Medizinbücher nimmst, die 5 Sinnesorgane, bis auf den Geruch, 4 davon gehen direkt in den Thalamus. Thalamus ist das Frauenzimmer auf Lateinisch. Lateinisch, Griechisch, diese Wortradix. Das ist, wo du schläfst. Die Frau ist immer das Symbol für die Traum, für die Logik. Der Geruch übrigens, der geht direkt ins limbische System. Jetzt müssen wir nicht wissen, dass Ruch einmal Geist hast und einmal Wind, die 4 Himmelsrichtungen. Und jetzt kommst du wieder in unseren Einheitskreis, in die 4 Weltgegenden. Mhm. Okay, du bist dabei. Das ist Ma, das andere Wort für ich ist Aham. Aham. Das ist jetzt, wie ich hier vor dir stehe. Dieses Ich, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Bist dabei? Ja. Die Meinung, dass man ein Ich sei, sich für ein Ich halten, ein ausgedachtes ist ich nicht, dieses rote Ich, von dem ich immer rede. Genau. Jetzt wird es natürlich interessant, wir können das in Einzelteile anschauen. Wir können mal schauen, was AHA einzeln heißt, ob es das gibt. Das ist jetzt leider, dass der das Wörterbuch nicht aufmacht. Das können wir aber aufmachen, aber dann wird es ja, wenn. Das heißt jetzt hier, das besteht Sagen, Sprechen, denk immer wieder an die Eva, etwas ausdrücken. Ja. Unser Java. Das ist das hebräische Wort für Eva. Das heißt auch etwas ausdrücken, etwas aussagen, etwas aussprechen. Und das, was du dir jetzt ausdenkst in Form von Worten, Geräusche oder Worte gesehen, spielt keine Rolle, ist das, was du erlebst. Darum hast du dann ein Erleben. Mhm. Ja. Darum heißt dieses Aha. Aha. Ma. Hersagen, sprechen, vor sich hin, schwatzen, bla 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 bla. Das machen wir gerade, Aha, Ma. Das ist das Ich, mein Ich, das jetzt Zeit erzeugt in sich durch eine magische, Mag, der Zauberer, der du bist, nimmt eine Form von Gott an, von sich selbst an. Mhm. Wir können übrigens das A auch, gibt es ja 2 verschiedene A im Sanskrit, wir können jetzt ein langgezogenes A, das wäre im klassischen Sanskrit, schaut, das sind die Umschriftformen, die müsste man natürlich wissen, weil Sanskrit ja anders geschrieben wird, das sieht dann übrigens so aus, das wäre das Sanskrit-Zeichen dafür. Wir können ja ganz kurz uns das einmal anschauen, wenn dich das interessiert, wirst du aber nicht viel Spaß dran haben, wenn wir uns das hinsuchen. Das kann man jetzt dasselbe, es wäre jetzt gut, wenn das so aufgelistet wäre. Da kriegst du dann genau, wie ich es immer mache, in Einsprachen, in allen Wörterbüchern, bauen die aufeinander auf, sinnmäßig. Das ist jetzt dieses Ma, lang gesprochen, ist das da mal namentlich, pass auf, keinen Lärm gemacht. Und das ist jetzt das hebräische Wort für messen. Messen, ausmessen, abmessen, durchmessen, zu dein, sich etwas zumessen, zu dein, das ist doch letztendlich, wenn du zum Denken anfängst. Du bemaßt doch alles. Ich sage, du bist der Richter über alles und jeden. Ja, ja. Das Messen im Hebräischen ist schlichtweg und einfach hier, was du bemisst, ist eine Gestalt gewordene Erscheinung, die von dir erschaffen wird. Und darum ist das Bemessene ist eine geöffnete Ecke, wo du dich hinmachst. Das ist GE-Quadrat, wird so ein doppelt aufgespannten AND, das heißt auf- und abschwingen. Und jetzt erzeugst du dein Leid, Koll. Ja, meine, ja, ja. So wie du das beeidest. Und ich sage, du schwerst eine Meinheit nach der anderen. Und das ist nach deiner Bemaßung, und darum nennt sich, das ist jetzt diese Bemaßung, wie du das bemisst, du Gotteskind, das ist die 44, wird zu deiner Uniform. Ja. Du bist das Uni, UNI, verbunden sein der Gott, versum vertere, in sich selbst, das in sich zurückkehren, die hier Gedanken werden. Schau das kleine Bild unten an den Udo. Und die, jede Gedanke, die auftaucht, ist eine Form von dir. In Maßsitzung deiner Gestalt gewordenen Öffnung. Und es sind immer anfokussierte, geöffnete Ecken, wo du dich reinfokussierst. Merkst du, jetzt kommt es langsam immer mehr, etwas wird es genauer. Jetzt setze ich natürlich Grundwissen voraus. Ja. Wir können, wenn wir gerade dabei sind, können wir natürlich auch die Mathe machen. Ja. Schauen wir mal, was das dann heißt. Das ist ja jetzt eigentlich die Grundlage für das Sanskrit. Das ist erst einmal die Grundbedeutung mit einer Umdrehung umrühren. Krass, umdrehen. Das ist das Drehen. DR heißt die geöffnete Berechnung, das hebräische Wort DR, Dalet Resch, wissen wir, heißt eine Generation, ist immer eine E-Existenz, Wellenberg und Wellendal ist immer gleichzeitig da. Ja. Okay. Jetzt werden,
durch dieses Drehen einen Körper oder ein Körper, dann hat ein Rei. Rei ist der Kopf des Schöpfergottes, da müssen zwei Spiegel dazukommen. Ich sage, du hast den Hauptrei und den Vorspiegel und hinterm Spiegel den Spiegel. Ja. Das heißt, in dem Rei sind zwei polare Existenzen. Das sind die ersten zwei Spiegel, die du dir ausdenkst. Erinnere dich mit den Kerzchen, was ich da erklärt habe. Genau. Und die erzeugen jetzt aus ihnen selbst eine existierende Kollektion, eine Nachkommenschaft. Ja, die anderen Kerzen. Enchet heißt aber in dieser Kollektion sein absolut ruhend. Ruhe, ja. Das Ganze ist ein Quirlen, ein Aufquirlen von etwas aus etwas. Et. Mhm. Was ist Et? Eine augenblickliche Erscheinung. Das hebräische Wort für Zeit. Wir sind beim Tempus gewesen. Mhm. Zeit wird jetzt zur Zeit. Z-U-R heißt zur Form gewordene Zeit. Mhm. Das wird jetzt fest. Das steht einfach nur für fest. Das heißt, wir schmeißen es erst einmal in den Berg, B-A-G, im erwachten Geist, A-R, eine wahrgenommene Berechnung hebraisiert. Ein Festwerden, eine Facette, die jetzt zum Joch wird, das zur Raumzeit wird. Und du musst es auch eine Form geben und etwas formen. Ich mache jetzt das absichtlich etwas schneller. Du solltest bloß wissen, dass dir unheimlich viel Wissen zur Vollkommenheit fällt und was dich mit Sicherheit nicht weiterführt, ist dieses einseitig ausgelegte Wissen in deinen Büchern, obwohl alles, was da drin steht, stimmt. Viel wichtiger ist, dass das genau genommen hier ein der Ton ist weg. Bin ich noch da jetzt wieder? Jetzt bin ich wieder. Bei Quirlen hat es abgebrochen. Ja, na, das ist manchmal so Aussetzer. Aufrütteln, aufschütteln, ausreißen, abreiben, abschellen, ausreißen, entwurzeln und so weiter und so weiter. Widerlegen, unser SDR, das Geheimnis, das versteckt, das widerlegt wird. Jetzt mengen, du mengst das eine in eine heftige Bewegung setzen. In eine Bewegung versetzen. In Bewegung setzen. Mhm. Einrühren, umrühren, herausschütten, herauszahlen, das ist Mathe. Das ist dein gelerntes Wissen. Wir können natürlich auch das Mord da ein Gutheißen, ein Billigen, die Einwilligung ist deiner Meinung nach die Ansicht der Lehre, der du anhaftest. Ein I hinten dran setzen bei dem Mord, immer dran denken, MT hebräisch ist eine Gestalt geworden, Erscheinung deines Intellekts. Das ist deine Andacht, dein Gebet, deine Verehrung, dein Gedanke, dein Vorhaben, dein Entschluss. Da kommt es her. Und das Ganze, weil zufällig in Jahrtausenden aus unartikulierten Tierlassen dieses System entstanden ist. Vollkommen ohne Geist. Es ist ja erst Jahrmillionen, danach ist ja erst das Bewusstsein entstanden, das der Mensch hat. Was ist das für ein geistloser Schwachsinn? Da fällt mir jetzt gerade was ganz, ganz Tolles dazu ein, aber da müsste ich dann natürlich den Ton mit einschalten müssen. Okay, jetzt sind wir da ein bisschen reingesprungen, jetzt schauen wir die Illusion nochmal an. Lassen wir mal, was da steht. Im engeren Wortsinn ist eine, wohlgemerkt, die perfekte Beschreibung findest du in dem Buch Physik im Mittelpunkt Gottes ziemlich am Ende. Das machen wir, wir schauen nur, was wirklich da steht. Im engeren Wortsinn ist eine Illusion eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist natürlich schon so eine Sache, dass die Realität, die du Wirklichkeit bezeichnest, ist eigentlich eine Wahrheit, eine Wahrnehmungseinheit. Das nennen die jetzt Wirklichkeit, aber Gott sei Dank ist das hier blau geschrieben. Das hast du dann doppelt aufgespannt in intellektuelle Berechnung. Ja. Aber schön, schau mal, der Satz, wenn ich einmal selber denke, die objektive Realität, das hast praktisch eine Wahrnehmung, die du machst, weil was siehst du, wenn du Realität anschaust? In deiner Definition ist alles, was du sinnlich wahrnimmst, Realität. Das heißt, jegliche sinnlich wahrgenommene Information, unabhängig jetzt von einem Erklärungsmodell, wo das herkommt, ist das eine Realität, ist ein Objekt. Zum Objekt gehört ein Subjekt. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt heißt es hier, dass die Realität ist jede objektive Realität, ich sage alle objektiven Objekte, die außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein existieren. Blödsinn. Das ist eine vollkommen einseitige Grundannahme, die sowas vor geistlos ist, wo jedes Richter, wenn ich mich nach richtigem Recht handle, und zwar gibt es da diesen schönen Satz, was macht man da für einen schönen Satz? Schauen wir uns das einmal an in der Rechtswissenschaft. Negativa non sunt probanda.
findest du in der deutschen Rechtswissenschaft, in der amerikanischen, in der österreichischen, in der schweizerischen, das ist ein ganz einfaches, das Nichtbestehen von einer Tatsache braucht nicht bewiesen zu werden. Erstens einmal, keiner muss beweisen, dass es etwas nicht gibt, sondern einer muss beweisen, dass es das gibt. Ja. Das heißt, beweise mir, dass der Mond existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Beweise mir, dass dein Körper existiert oder dein Gehirn existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Ich beweise dir, dass wenn du nicht an ihn denkst, dass er dann nicht existiert. Jetzt beweis mir mal deine Seite. Jetzt ist schon das Nichtbestehen von Tatsachen. Was sind denn Tatsachen? Das sind Fakten. Ja. Fakten wiederum sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Mhm. Aber das Fagere heißt tun, machen, handeln. Das haben wir doch so oft gehabt, das Faktum. Ja. Das heißt, das Faktum prinzipiell, das Faktum des Denkens ist schlichtweg, dass du jetzt an was denkst. Und in dem Moment, wo du an was denkst, existiert das, was du denkst. Und es wird für dich in dir als Information und es wird in dir absolut exakt so in Erscheinung treten, wie du dir es denkst. Und es wird dir qualitativ genauso erscheinen, wie du mit deiner Logik das qualitativ definierst. Ja. Das ist das Faktum. Aber nicht, dass das, was du denkst, auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Oder wenn ich jetzt an einen Urknall denke oder an Neandertaler denke, die schon in der Vergangenheit waren, bevor du sie jetzt denkst. Das ist kein Faktum. Das Faktum ist die Tatsache, dass du jetzt zum Beispiel an den Mond denkst. Aber nicht, dass der da außen existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Da ist das Faktum, dass eben das, was du nicht denkst, nicht existiert. Das ist jetzt gespiegelt dazu. Gut? Ja. Also gut. Ich war jetzt nur die Wirklichkeit. Ich könnte jetzt da eine Stunde nur über die Wirklichkeit, wenn wir uns das genauer anschauen. Glaube ich dir. Aber jetzt pass auf, in einem weiteren Wort sind auch falsche Interpretationen und Urteile als Illusionen zu bezeichnen. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, das ist jetzt Auszug, alles, was du in Büchern findest, stimmt. Die Frage ist, liest du das ganzheitlich oder liegst du das einseitig aus? Du hast jetzt wieder bloß Worte vor dir und du machst aus den Worten Vorstellungen. In der psychiatrischen Fachsprache wird unter einer Illusion eine Sinnestäuschung verstanden, in den Fällen, in denen bei der Wahrnehmung wirklich Vorhandenes als etwas anderes erlebt und für etwas anderes gehalten wird, als es tatsächlich in dem Moment, wo du es anschaust, ist, wird von einer illusionären Verkennung gesprochen. Illusionen stellen damit eine verfälschte, wirkliche Wahrnehmung dar. Was passiert, wenn du eine Zeitung liest? Genau, ja. Illusion. Du lebst komplett in einer Illusion, weil da letztendlich nur Fetzen Papier da ist, mit Wort. Und du machst jetzt in Maßsetzung der Logik, die du zum Denken benutzt, die du noch nie in Frage gestellt hast. Machst du Vorstellungen in deinem Kopf? Das sind die Fakten, das sind hundertprozentig sichere Fakten. Aber jetzt kommt der große Hammer, schau in dich rein, was du glaubst. Du glaubst, du hast damit überhaupt nichts zu tun. Und du bist hundertprozentig sicher, dass jetzt zum Beispiel hier eine Erdkugel auch dann da außen ist, wenn du nicht an sie denkst. Oder ein Mond oder eine Sonne. 99. Du bist auch hundertprozentig sicher, dass die schon da war, bevor du daran gedacht hast. Was für eine Vorstellung hast du von 100% sicher? Das Erste, was du jetzt wirklich irgendwann einmal zu akzeptieren hast, wenn du aus diesem Schlamassel wieder heraus willst, in den du dich da hineinkatapultiert hast, mit dem geistlos nachgeäfften Geschwätz deiner Lehrer und deiner Erzieher, deiner geistigen Vorbilder, dass du irgendwann einmal die Notbremse ziehst, weil das Spiel wird sich ewig fortsetzen, glaub es mir. Du Geist bist ewig und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Bis du dich eines Geistreicheren besinnst. Du bist ein Schöpfer. Schau mal, was ist Schöpfen? Schöpfen hast mit einem Gefäß, einer Kelle oder einer hohen Hand einen kleinen Teil von Flüssigkeit aus einer größeren Menge von Flüssigkeit herausholen. Ist eine wunderschöne, hundertprozentig sicher genaue Beschreibung. Was passiert im Satz, wenn du die Vatersprache verstehst? Deutsch Ivri. Also pass auf, ich mache mal ganz abstrakt, die größere Menge Flüssigkeit ist Elayom, ist Gott das Meer. Mhm, genau. Wir schauen mal, mit einem Gefäß, wir brauchen zuerst einmal GE Quadrat. Ja. Der Geist, der holt jetzt eine Facette, ist eine Schöpfung mit zwei Bündchen drüber, die dir polar erscheinen, das ist das Gefäß. Mhm. Okay, eine Facette war die Schöpfung einer Polarität. Das heißt, einer
Dann mach E Quadrat. Dies ist ein, dieser nicht existierende erwacht. Ja. Das spinnt halt das immer wieder, wenn ich einen Abriss habe. Das ist gleichgültig, will ich eine große rumschneiden, jetzt das mache ich dran, wir waren beim Schöpfen, geht's wieder? Jetzt kommt es, ja. Wieder Kelle, okay. Jetzt, das war das Ganze, ich weiß nicht, wo es abgerissen ist, ich sage jetzt hier, diese Sache, das Wort Schöpfen, ist eine perfekte Beschreibung, wenn du die Vatersprache verstehst. Das heißt, die größere Menge Flüssigkeit, habe ich gesagt, setz mal El Hayom, Gott das Meer, und dann nimm mal mit einem Gefäß. Das wäre jetzt praktisch dein eigener Geist, E Quadrat, erzeugt eine Facette, eine Gedankenwelt in dir, das heißt mit einer Kelle, da kann man Ayin, R lesen, das heißt, dieses Nicht-Existierende erweckt jetzt in sich, wie Gott etwas auseinandergeschmissen. Kelle. Du bist dabei? Ja, ja. Und jetzt ist es ja so, dass man das L natürlich zwei Möglichkeiten haben, wir können das mit All lesen, dann hast du es Nichts oder Gott. Kaff am Vorsilbe heißt dann hier wie, das wäre jetzt KL, mit einem Aleph gelesen, das ist das Hebräische, aber das passiert hier wie Gott, alles was passiert, passiert hier und jetzt. Ja. Wir können das mit 70 lesen und wir wissen, die 70 ist ja hochgehoben und Joch, machen wir jetzt erst einmal mit der 70, auch L oder All aussprechbar, das ist das, was hochgelegt wird, das ist das Joch und da hast du in deine Gedankenwelt. Nach der Bestimmung von Zeitwörtern, wo du das räumlich oder zeitlich hindust, das ist aber etwas, was du dir jetzt überlegst und um dich rum in Raum und Zeit verstreust. Und dann heißt es praktisch hier, dieses KL, kann man auch einmal schauen, das ist dann wie ein Joch. Das ist wie gemäß, dem gemäß, wie du das Obere, was du dir überlegst, als Joch, als Gedankenwelle um dich herum verteilst. Und das heißt auch, das ist jetzt deine Knechtschaft, die Last, die du auf dir trägst. Das sind deine eigenen Gedankenwellen. Okay? La SD heißt wieder, La ist immer auseinandergeschmissen oder auseinandergeschmissene raumzeitliche Erscheinungen oder Spiegelungen. Je nachdem, ob man 9 oder 400 schreiben. Das ist, ich war jetzt nur beim Schöpfen, und jetzt pass auf, wie es weitergeht. Das heißt, mit einem Gefäß aus El Hayom, das ist dein Intellekt, schöpfst du etwas heraus, KL, was du dir überlegst und um dich herum verstreust, oder der hohen Hand, schau mal, das ist HBH, HUH ist HBH, ja. O ist ja W. Das heißt, die generierte HUH, schauen wir uns das an, die R, was man zeigt, das blau gelesen, die geöffnete, die geistige Oberfläche geöffnet, die Öffnung einer Berechnung, diese geöffnete Oberfläche ist eine Berechnung. Das ist jetzt letztendlich hier eine Generation, eine Rundung, das wird normal in der Bibel immer mit Lebensalter übersetzt, die Generationen von Menschen, aber das Ganze ist ein Kreislauf. Karaier, Spiegelbewusstsein, das zum Laufen anfängt. Das fängt zum Kreisen in sich selber. Okay? Wo war ich denn jetzt? Die hohle Hand, der, das war nur dieses DR und dann kommt ja HOH. Und das ist auch HWH, weil das WAF ja auch, unten kannst du sehen, wie ein O ausgesprochen wird. Und jetzt ist interessant, das ist jetzt das, was du besitzt. Das ist deine Gegenwart und das ist dein Kapital. Kapital lateinisch ist ein todbringendes Verbrechen. Kommt von kaputt. Der kaputt ist der Kopf. Jetzt zerspringt dein Kopf in viele Facetten. Du bist ein Individual und das ist das Kapital, das ist das Todesverbrechen. Und wie oft habe ich schon gesagt, wie kaputt bist du eigentlich, wenn du glaubst, Kapital erhält dich am Leben. Du hast die Sprache nicht verstanden. Du entheiligst die Worte. Kapital machen heißt eigentlich das Todesverbrechen in sich erschaffen. Fagere. Fakt. Das sind die Fakten. So viel zum Thema zu deinem kapitalistischen Leben. Darum ist das Kapitalis, ist das Leben betreffend. Das geistige Leben geht nämlich kaputt in deinem Kopf. Der muss ja zerspringen. Träumender Geist muss sich in selber kaputt gehen, dass er zum Träumen anfängt. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt machen
die Worte wirklich einen Sinn, einen geistreichen Sinn, einen geistreichen Sinus. Das heißt jetzt, und le heißt ja auseinandergeschmissen, das heißt die Generation im HBH ist jetzt auch dein Unglück, dein Verderben. Und dieses Sein müssen wir jetzt blau lesen, das heißt existierend. Wenn du anfängst, was zu kapitalisieren, zerstörst du die Heiligkeit, ohne die zerstören zu können. Ja, genau, ja. Die böse Begierde. Erde hast du weg, das Wissen, böses Wissen. Aber immer dran denken, wir haben immer zwei Seiten. Das Ra, der berechnete Augenblick, Freund, ne? Ist das Böse zum einen, das ist aber das Nächste, der Nachbar, das Missgeschick, ein wunderschönes Wort, wenn du immer dran denkst, deine Logik ist, die Miss ist deine Frau. Ja. Es ist aber auch ein Freund von dir, es sind Gedanken. Die Gedanken sind deine Freunde, wären diese Gedanken nämlich nicht da, wärst du nichts, was du sowieso im Meer bist. Wieso? Was haben wir am Anfang gesagt? Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht denkt? Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Nichts. Also sind die Gedanken auch dein Freund, deine Gefährten und deine Geliebte. Das ist die allumfassende Liebe. Liebe jeden Gedanken von dir, weil jeder Gedanke, den du dir ausdenkst, ist letztendlich eine Facette von dir selber. Das bedeutet Holofeeling. Und dann wird das Wort übel plötzlich gar nicht unbedingt negativ, weil du hast eine aufgespannte Polarität Gottes. Würde ich UB, die aufgespannte Polarität Gottes. Mhm. Ich kann natürlich auch, die aufgespannte Polarität ist ein Joch, eine Gedankenwelle, etwas, was ich mir überlege. Du kommst aus dem System nicht raus. Das heißt, im anderen, im das Meer, El Hayom, sind Sinne, der Sinus, die Gedankenwellen von Partner und Gegenpart. These und Antithese. Da sind wir im Schöpfen. Die Illusion haben wir, den Einheitskreis haben wir. Jetzt können wir uns einmal die Unendlichkeit anschauen. Da müssen wir durch tiefer reingehen. Die Unendlichkeit bezeichnet die Negation und die Aufhebung einer Endlichkeit. Was eigentlich überhaupt nicht ganz stimmt. Du hebst es gar nicht auf. Das Unendliche ist nämlich alles. Das ist die Eins und jegliche Form von Endlichkeit ist eine Facette aus der Endlichkeit. Ein Gegenteil ist was anderes wie ein Teil der Menge. Die Menge 1 ist unendlich groß und jedes endliche Stück, jedes Puzzlestück ist ein Teil aus der Unendlichkeit, aber kein Gegenteil. Das ist eine Frage der Definition. Und da geht es dann schon los, beschreibt unendlich ein Objekt, zum Beispiel eine Kugel, ich kenne auch so eine Strecke, jetzt kriegen wir dann immer wieder, das ist vorstellungstechnisch ist das ein Witz. Da müsste ich jetzt so wieder reingehen hier in die, wenn wir die Infinitesimalrechnung machen, die schauen wir uns mal besser an hier. Das ist die von Gottfried Leibniz und Isaac Newton unabhängig voneinander entwickelt. Da bin ich, wenn ich das immer anspreche, du lernst ja nur das, ich drücke mich anders aus, du rezitierst ja ständig nur das, was man dir in Elternhaus und Schule beigebracht hat. Jetzt denk dir an den Computer und ich gebe, das bist du. Das ist ein träumender Geist ohne Intellekt. Es ist ein Leser ohne Buch. Ja, stimmt. Und alles, was man in dich einprogrammiert hat, die Daten und die Verknüpfungsregeln, sind die Ursache für die Bilder, die du aufbaust. Ja. Es ist ein vollkommen neues Denken. Und da wird es, wenn du jetzt in die Zeitgeschichte gehst, soll ich immer an mein Führerscheinprüfungsbuch denken. Dass das hier, das Wort für Wort uns anzuschauen, was du wundern ist, stimmt alles, aber es sind Märchengeschichten. Gottfried, der Gottfried Leibniz entwickelte in den 70er Jahren, jetzt denkt man schon wieder aufgrund dieser Worte der Vergangenheit aus, da war nie was in der Vergangenheit. Die Methode der Differenzen, der Unterschiede, dazu muss ich aber zuerst einmal einen Unterschied schaffen. Er verstand eine Kurve als ein Unendliche, könnte von mir sein, ne? Ja, genau. Das Unendliche erkläre ich nicht nochmal, da gibt es sich Selbstgespräche, wo ich sage, ein Kreis ist eigentlich ein Unendliche. Das Unendliche besteht aus unendlich vielen Punkten, die wir uns voneinander getrennt denken mit Strichen, schauen rein und die Striche sind immer die Seiten. Das war unser Beispiel zum Beispiel hier mit der kybernetischen Schleife. Ja. Das heißt praktisch dieses kleine Beispiel mit dem Heizkörper,
mit der Raumluft und mit dem Thermoheizkörper, Thermostat, mit dem Regler ist eigentlich ein Dreieck. Und da ist immer, eine Seite wird immer von zwei Punkten benutzt. Und das gibt dann diese kybernetische Schleife. Sodass eine Tangente letztlich die Kurve in einer unendlich kleinen Strecke schneiden muss. Das ist diese unendlich kleine SDR-Ecke, dieses erste SDR. Das ist das Geheimnis von dir selber. Das ist der Schlüssel für jegliche Problemlösung. Rot gelesen, das Bewusstsein ist ein immer daseinender Kopf, das ist der rote Kopf. Blau gelesen ist eine Raumzeit, etwas raumzeitlich Wahrgenommenes, ist immer eine vergängliche Erscheinung, etwas Erscheinendes, und zwar aufbauend auf einer speziellen Berechnung. Darum heißt es, geh heim, heim ist Hayom, geh E-Quadrat, ich und du. Was ist ich und du? Das ist der vom Bücherregal und der jetzt glaubt, der zu sein, der jetzt vom Computer sitzt. Ja. Der vom Bücherregal ist der, der sich jetzt alle ausdenkt, die prinzipiell gedacht werden können an Menschen. Das sind nur unterschiedliche Bücher. Mhm. Das ist eine Hayomlichkeit. Und das ist ein Versteck. Das Innerste aller Innersten. Das ist im Zentrum vom Urknall, bevor er geknallt hat. Das ganze Blau gelesen ist jetzt aber in diesem Jom, in diesem Meer, es taucht ein Widerspruch auf. Und dieser Widerspruch ist eine gespiegelte Erscheinung in einer Form einer Ehe-Existenz. Im Widerspruch stehen. Das sind die zwei Seiten, das hast du mal These und Antithese. Ja. Okay? Und darum ist es auch versteckt sein. Alles, was versteckt ist, widerlegst du dir. Du stellst es dir vor, du denkst es dir aus. Und damit zerstörst du die Heiligkeit, was aber nichts Negatives ist, weil ZR heißt zu Form werden. Und SDÖR heißt jetzt das Ganze. Dann machen wir das Waffö, stur, ist dasselbe, stur oder stör. Jetzt wird die Heiligkeit niedergerissen, sie wird ungeordnet und du widerlegst dir das in einem wilden Durcheinander. Durch ein AND, durch Auf- und Abschwingen. Durcheinander durch Generation. Schau her. Haben wir übrigens zwei, ein rotes 666 und ein blaues 666. Ja. Das ist die Wirklichkeit und nicht dieses raumzeitliche Geschwätz. Unter diesen unendlich kleinen Tangentenabschnitten ergibt sich ein infinitesimales Steigungsdreieck, was auch immer das ist, das würde ich dir gerne erklären, ich habe das zigfach schon erklärt, aber jetzt ist Spezialwissen, was ich immer wieder sage, da musst du dich momentan gar nicht verrückt machen. Diese beiden Möglichkeiten beweisen eigentlich, wenn du es verstanden hast, schau, da geht es jetzt schon, gleichzeitig mit Leibniz, das ist immer wieder das Problem der Flächenberechnung. Eine Fläche ist gar keine Fläche, wie groß ist die Fläche in deinem Kopf? Wie groß ist die Erdkugel in deinem Kopf? Wie groß ist der Mond, den du dir jetzt denkst, aufgrund des Wortes Mondes? Wo war der Mond, bevor ich das Wort Mond ausgesprochen habe? Was ist der Mond jetzt? Ein Gedanke, ja, den du dir ausdenkst. Jetzt schau mal in dich rein, ob du glaubst, ob der auch dann da außen ist, wenn du nicht an ihn denkst. Das heißt, du glaubst, dass der Gedanke auch dann existiert, wenn er nicht gedacht wird. Ja, der ist ja materiell da außen. Merkst du? Das als hundertprozentig sicher anzusuchen, ist ein totaler Schwachsinn. Es ist absolute Entgeistigung. Du weißt, erinnere dich, hier bestimmt Leibniz die Fläche unter einer Kurve als Summe unendlich schmaler Rechtecke. Ein unendlich schmales Rechteck ist ein unendlich dünner Strich und da kann ich unendlich aneinanderlegen, egal wie ich mir das denke. Du landest immer in dem Nichts, das du selbst bist. Genau. Ja. Das ist übrigens das, was hundertprozentig sicher ist. Was natürlich dir ganz klar sein soll, das Schamal. Was ist Scham? Shinmem ist zuerst einmal auf Hebräisch das hebräische Wort für Wort, eins von vielen. Das heißt ein nicht aufgespannter Ort. Mhm. Aber dasselbe Wort, das ist dann, spricht man das übrigens dann Scham, Shem, aus. Das ist ja nur Shem. Wenn ich Shem sage, ist es das Wort. Eigentlich der Name von etwas, und wenn ich Scham ausspreche, heißt es dort. Das heißt aber ein geöffneter Ort. Aber sobald du einen öffnest, spannst du eine Gedankenwelle auf. Mhm. ORD ist eine erweckte Erscheinung bzw. eine erweckte Spiegelung. Immer nur zurück blau gelesen. Ja.
Okay, wir haben so, selbstverständlich weiß ich noch, wo wir waren. So, pass auf, und zwar waren wir bei der Infinitesimalrechnung. Soll ich mir das wegzogen? Die ganzen Werte, da waren wir bei der schmalen, unendlich schmalen Rechnung. Und das ist interessant, Scham ist ja der Name, das Wort ist dort, Gott, der erwacht ist. Ja. Er weckt es. Das heißt also hier, dieses Scham, Scham al-Ar heißt das Wort Gottes, das in dir erwacht. Ja. Und das sind alles in den rechten Ecken. Das sind die Rechtecke, das ist der Spiegeleck, wo ich immer sage, du schaust immer in diese Spiegelecke in die Mitte rein. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du wirst dich immer in dem Zentrum von dieser Ecke befinden. Das ist die rechte Ecke. Ja. Und rechts und links ist ja umgedreht. Weil du glaubst, du bist linkisch ein Linker, weil du glaubst, du bist außen. Du denkst dich ja aus dir heraus. Du denkst die Sachen alle irgendwo um dich rum. Ich sage, die einzige Ausnahme ist, wenn du jetzt an den Schädel denkst. Etwa gleichzeitig mit Leibniz entwickelte auch der englische Isaac Newton ein Prinzip der Infinitesimalrechnung. Was interessant ist, der eigentliche Unterschied, dass er hier nicht eine Aneinanderreihung von unendlich vielen Punkten, immer dran denken, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. In dem Moment, wo du dir einen Strich, eine Linie, eine Reihe denkst, achte auf das Wort Reihe, dann sagst du, das ist die Aneinanderreihung von vielen Punkten, aber unendlich mal Null bleibt Null. Stimmt oder stimmt? Bist du noch dran? Ja. Das heißt, dieses klassische Spiegeldenken, ein Spiegel, dann brauchen wir die zwei Spiegel vor und dahinter. Teilen beenden bitte, oder? Damit man das. Wenn wir diese Aneinanderreihung, ich muss da nochmal zurück, diese Aneinanderreihung von den Punkten. Ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Wenn du jetzt ein Arithmetiker bist und nicht bloß ein geistloser Mathematiker, der töricht geistlos nachäfft, was man ihm erzählt hat, solltest du wissen, ein Punkt definiert ein dimensionsloses Nichts. In dem Moment, wo ich mir den Punkt denke, brauche ich ein anderes Nichts. Das wäre jetzt das Ding drumherum. Das sind die zwei, die du denkst. Ich nenne das Allah. Zusammengeschmissen, auseinandergeschmissen, der Hintergrund. Du brauchst immer diesen Unterschied. Aber du brauchst einen, der sich das ausdenkt. Das ist der Kopf des Schöpfergottes, ist der Rai. Ich mache es einmal so rum. Das ist der eigentliche Kopf des Schöpfers, dieses Berosche, die Mitte dieses Kopfes. Und sobald du jetzt an deinen Kopf denkst, gibt es einen innerhalb und einen außerhalb. Ja. Das ist natürlich jetzt dann um dich rum, der Punkt. Das ist halt das Problem, bis du in die Transversale drehst. Und jetzt machen wir den eigentlichen Reih, in dem sich alles befindet. Und jetzt denken wir uns einen Spiegel dahin und einen Spiegel dahin. Wir können auch sagen, einen Spiegel dahin und einen Spiegel dahin. Und jetzt sagen wir, dieser Reih, dieser Kopf des Schöpfergottes ist die Energie, das ist das Licht. Das wäre ein Lämpchen. Da du ja meinst, du bist nicht im Zentrum, sondern irgendwo in der Peripherie. Wo ist eigentlich das Zentrum des Universums? Wir auf der Erdkugel sind ja nicht da. Jeder Physiker erzählt sich, dass wir ja gar nicht im Zentrum dieses Universums uns befinden. Wir sind ja ganz am Rand bloß. Stimmt auch irgendwie. Ja, ja, genau. Und das ist der ausgedachte Rand. Wo kommt der ausgedachte Rand her? Wo ist der absolute Mittelpunkt? Hier und jetzt in dir drin, das bist du selbst, wenn du ich bist. Ja. Okay, ja. Und wir sagen jetzt, dieser Mittelpunkt ist die Lampe im Projektor, das ist das Licht. Das Licht spaltet man jetzt auf. Das sind die zwei. Wenn du jetzt dieses Licht bist und du schaust in die Richtung, das ist der Spiegeltunnel, siehst du unheimlich viele Lichter. Wir sagen jetzt, jedes dieser Lichter ist ein Punkt. Du denkst dir die Punkte auseinander, Licht, 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 Licht. Und jetzt hast du die Spiegeltunnel, die Reihe. Ja. Aber genau genommen, wenn du jetzt aus diesem Gefängnis herausgehst, gedanklich, und dir das vorstellst, wirst du feststellen, dass die da außen gar nicht existieren, sondern das sind nur die Visionen von dem einen Licht, Teilungen. Ja. Du bist ein Individualbewusstsein. Genau. Das findest du in keinen deiner Bücher, außer in Holofeeling, weil Holofeeling weit über diese Bücher hinausgeht. Du wirst dich wiederholen nochmal den Satz, den ich dir jetzt ausgedacht gestern gesagt habe. Wenn in deiner Welt ein Genie auftaucht,
dann wird er bewundert, weil der einen Schritt weiter denken kann wie die anderen. Die kann man zumindest den Schritt, wo der denkt, nachvollziehen. Wenn einer in dir auftaucht, der zwei oder noch mehr Schritte weiter denkt, dann ist das ein Spinner, das ist der Udo. Jetzt denk ihm, du bist dich an das Feynman-Gleichnis. Feynman, ja. Wir brauchen Feynman, wir brauchen ein vollkommen neues Denken. Ein Denken, das alles, was bisher an Wissen da ist, so lässt, wie es ist, aber auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise noch weiter darüber hinausgeht. Das ist Holophilic. Ja. Ich erkläre dir laufend, dass das alles stimmt, aber ich erkläre dir, wo die Probleme sind. Jetzt tue ich den Bildschirm nochmal schnell überteilen. Ja. Das heißt, eine Aneinanderreihung, da haben wir schon die Spiegel, von aufgespannten existierenden Gehirnsachen, von unendlich vielen Punkten, das hat Leibniz gesagt. Bei Newton ist es anders, der ist total deppert, der sagt, es ist eine stetige, das Resultat einer stetigen Bewegung. Mhm. Er benannte eine vergrößerte und fließende Größe, eine Fluende, die Geschwindigkeit der Vergrößerung der Bewegung als Fluxion und so als einen unendlich kleinen Zeitintervall. Das ist es jetzt. Das stimmt auch irgendwie. Ja, jetzt müssen wir den Heisenberg die Unschärfe-Reaktion nehmen, wo ich immer wieder sage, du kannst genau genommen weder den Punkt noch die Geschwindigkeit definieren, weil für Geschwindigkeit, da haben wir schon die Radix dann Strecke durch Zeit, das sind Vorstellungen, die sich immer nur hier und jetzt abspielen können und auch immer nur hier und jetzt auftauchen können. Okay, das heißt, damit konnte er aus der Länge einer durchlaufenden Strecke, das ist immer wieder, wir haben überall unsere Ecke, das Geheimnis, die widerlegte Ecke, ist ein Versteck. Das ist jetzt unser Spiegeltetraeder, wo ich sage, jetzt, was ich gerade als Reihe gemacht habe von Punkten, denke ich mir jetzt einen Punkt mit den vier, die 1-4er-Struktur um mich rum. Und wenn ich jetzt schaue, je nachdem in welche Koordinatenrichtung ich schaue, alles, was ich sehe, die ganzen Punkte, sind auch in den einen Punkt in der Mitte. Dieser Punkt, wo befindet sich der? Den kannst du genau definieren, in der absoluten Mitte. Solange ich nur von ausgedachten Mittelpunkten denke, ist das ein Blödsinn. Weil es muss einen absoluten Mittelpunkt geben und das ist Elayon. Das ist der Nullpunkt, wo die Gedankenwellen rausspringen. Und auf die Wellen kann ich mir dann noch Oberwellen drauf denken. Ich mache jetzt das übrigens, die Aussagen sind extrem laienhaft. Bei Newton wurde also die Fläche nicht als Summe infinitesimaler gleich, also unendlich vieler, unendlich kleiner, dünner Teilflächen berechnet. Das ist doch nichts. Sondern der Begriff des Ableitens ins Zentrum gestellt. Ja. So konnte er recht anschaulich Regeln für den Alltagsgebrauch herleiten. Und ich habe immer wieder, und das können wir dann gut sein lassen, die große Schwierigkeit ist, dass du immer, wenn du unbewusst bist, in eine Sackgasse in die nächste reinrennst. Und wenn du anfängst, dich für sowas zu interessieren, wird dieses ganze Geschwätz mit Corona und all dem ganzen Zeug wird lächerlich. Es wird einfach nur lächerlich. Es ist, selbst wenn einer die Wahrheit sagt, du lebst mittlerweile in einer Welt, wo du dich so selbst manipulierst, in dem Moment, wo du dich über was aufregst. Und ich betone immer wieder, es spielt keine Rolle, an welcher einseitigen Meinung du hängst, ob du jetzt ganz massiv ein überzeugter Querdenker bist, oder ob du ein absolut massiver Fan der offiziellen Medien bist. Das eine wie das andere Selbstentheiligung. Weil egal, was du denkst, es sind einfach Gedanken, die von dir gedacht werden. Du kannst dir bewusst machen, warum denke ich jetzt das, weil ich den Zeitungsbericht lese, weil ich das Video anschaue, aber was schaust du eigentlich an? Du schaust einfach nur Zeichen an, flackernde Lämpchen an. Vor was hast du eigentlich Angst? Vor Gedanken vor dir? Und ich mache jetzt das wieder kindgerecht, dass ich sage, begreif doch, dass du immer bist. Was verändert es an dir selbst? An dir selbst, an dem rot geschriebenen Geist. Was verändert das Buch an dem Leser? Erfahrung. Nichts, überhaupt nichts. Das Einzige, jedes Buch, jedes Leben, das du neu durchlebst, hast du ein Buch in der Bibliothek, die du auch selber bist, herausgestellt und dir angeschaut.
Aber was du dir ausdenkst, steht und fällt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und jetzt kommt das Verrückte, dass die ganzen anderen intellektuellen Denksysteme, die du dir ausdenken kannst, ich nenne es einmal ganz einfach, leicht verständlich, es tauchen in deinem Traum Menschen auf, die äußern ihre Meinung, ihren Glauben und du vergleichst diesen Glauben, die den äußern, mit deinem Glauben und bestimmst, ob das richtig und verkehrt ist. Wenn du ein träumender Geist bist, egal was eine Figur in deinem Traum äußert, das kommt aus dir. Das heißt, du verwirfst unheimlich viele Wissenselemente, die von dir erschaffen werden. Und dadurch bist du entheiligt und das ist die Quelle von Leid. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Und jetzt kommt das Schöne, dass du nicht zu niemandem Schuld geben kannst. Du musst erst einmal sagen, ich bin schuld, dass die das denken oder dass der das behauptet, weil er würde das gar nicht sagen können. Erst einmal muss ich ihn mir ausdenken. Und ich wiederum als ausgedachter träumender Geist kann mir nicht raussuchen, was ich träume. Jetzt fängst du langsam an, dich zu erheben, aus dem System herauszuheben und wach zu werden. Wach zu sein heißt hundertprozentig zu wissen, dass du dich jetzt bloß träume. Und der Hintergrund ist, dass alles, was ich zu sehen bekomme, sich in mir selbst abspielt und aus mir selbst kommt. Kann was innen und außen gleichzeitig sein? Das ist, dass du mal hast ein Innerhaaralb und ein Außerhaaralb, aber dieses Innen und Außen ist beides, was ausgedacht ist. Das heißt, das in dir, das Innerhaalb ist jetzt ein ausgedachtes Innen. Darum sage ich, das absolute Innen ist das Innen. Und aus. Aber der Witz ist, wenn du sagst, das ist ja in mir, wenn ich was denke, glaubst du, dass das von außen kommt. Was genau. Dir aber gar nicht klar ist, dass du das in dem Moment des Außen schon wieder nicht denkst. Du lässt schon wieder eine Seite weg. Die logischen Erklärungen der Physik sind so unheimlich trügerisch, weil sie logisch sind. Und die kannst du dann auch, wenn du das glaubst, beweisen in Form von Vorstellungen. Aber dass die irgendwann einmal glauben, dass das ganze Wissen, das du dir jetzt vorstellst, deshalb ist, weil du es denkst, aufbauend auf von angelesenen oder von hören gesagten Wissen. Und dass du das gar nicht in Frage stellst. Ich sage immer wieder, zeig es mir. Zeig mir Wassermoleküle. Beweise mir, dass du in der Lage bist, in 5 Minuten ein Glas Wasser zu trinken. Beweise es mir. Und ich werde dir beweisen, dass du ein Lügner bist. Ich werde dir beweisen, dass du das jetzt denken kannst, dass du es in 5 Minuten tust und wenn du es dann tust, sinnlich empfunden tust, tust du es jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Es gibt nichts und niemanden, den du denken könntest, der anders sein könnte, wie du ihn denkst. Und es gibt nichts, was existieren könnte, wenn du es nicht denkst. Weil für dich nur das existiert, was du denkst. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist das, was ich seit jetzt gedachten, Zeitfenster aufmachen, über 25 Jahren gebetsmannhaft versuche, dir zu erklären, dir, nicht irgendeinen Gedanken von dir. Also nicht diesen Deppen, der jetzt vom Computer sitzt. Der ist nämlich auch weg, wenn du ihn nicht denkst. Jetzt schau in dich rein, inwieweit du noch glaubst, dass du dieser Körper bist. Du glaubst hundertprozentig sicher, du wähnst dich in deinem Wahn hundertprozentig sicher, dass du dieser Gedanke bist und alle anderen Gedanken bist du nicht. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil ich kann ja auch mich als 10-Jährigen jetzt denken und dann sagen, das war ich ja. Nee, das bist du jetzt, wenn du dir das einredest, aber in der Vergangenheit war sowieso nichts. Genauso wenig wie in der Zukunft, was passieren wird. Und jetzt sich Gedanken machen über Corona, über Masken, setze ich auf, setze ich nicht auf, über dieses ganze Dummgeschwätz, über Freiheitsrechte, das ist ein extremer, tiefer, symbolischer Sinn. Aber da sage ich dir gleich, da geht es um was ganz, in Wirklichkeit um was ganz was anderes, wie das, was dir deine extrem affenhafte, nachgeäffte Logik dir suggeriert. Diese einseitigen Rechthaberei. Was sollte dir logisch erscheinen, wie die Logik, die du zum Denken benutzt? Aber es ist eine extrem unvollkommene Logik und es ist noch nicht deine ureigenste Logik. Es ist deine Meinung, ist die Meinung von anderen. Du siehst es nur als deine Meinung an, weil es dir logisch erscheint. Genau. Ja. Was meinst du, wie logisch ein Computer, jetzt einmal, ich spreche mal ein Computer, Bewusstsein zu, wie logisch ihm das erscheint, wenn er sich ein Virus einfängt. Weil er kann ja nicht einmal unterscheiden, ob das ein Virus ist oder ein Update ist.
wieder zwei Seiten. Ist jetzt das die Programmveränderung in mir, ein sinnvolles Update oder ist es ein Virus? Es ist schlichtweg eine Veränderung, die andere Vorstellungen auf meinem Bildschirm erzeugt. Oder gar nichts mehr macht oder das Ding abstürzen lässt. Ja. Die Holofeeling-Updates, das sind geistreiche Erweiterungen, die an den vorhergehenden Funktionen überhaupt nichts verändern. Darum sage ich immer wieder, du hast an deinem jetzigen Programm gar nichts zu verändern. Die Vervollkommnung basiert auf einer ganz anderen Ebene. Ich wiederhole immer nochmal, ich mache immer nochmal. Pass auf, wir haben diesen Midline-Spiegel, den Kopf, wir denken uns jetzt eine Seite aus und dann brauchen wir Spiegelbild dazu. Mhm. In dem Heiligen Ganzen, sage ich, ist dieses komplette Puzzle als Kontinuum, gleichzeitig, ohne Unterscheidung. Und da denken wir uns jetzt eine Facette raus, die erst in dem Moment existiert, wenn du die denkst. Okay, jetzt sage ich einmal Puzzlestück, dann machen wir jetzt die Hand und das ist so Nase an einem Puzzlestück. Das wäre jetzt zum Beispiel die Gesundheit. In dem Moment, wo du irgendeinen Gedanken, der in dir auftaucht, als Gedankenwelle nicht mehr haben willst, würdest du eine gewisse Menge, einen Spritzer, würdest du dich entheiligen, weil fällt mir, sagen wir mal, das Meer ist alles. Unendlich viel und damit zwangsläufig nichts. Und da tun wir jetzt einen Spritzer herausdenken. Das ist ein Puzzlestück. Ist natürlich, genau genommen wird es nicht herausgenommen, denk an die Bilder in der Datei. Aber das ist jetzt vorgestellt, wenn du das jetzt sagst, das will ich nicht mehr. Ist das zwar immer noch in der Datei drin, aber für dich meinst du, du wirst gesünder dadurch, dass du von dir was weglässt. Kann ich das so ausdrücken? Ja. Okay, also so kommst du nicht weiter. Du musst den Gedanken, das muss wieder zurückfallen, wo wir es gar nicht rausgenommen haben. Die Heiligkeit der Datei wird durch das Abspielen nicht zerstört. Wenn ich jetzt aber gewisse Bilder in dem Film nicht mehr haben will, dann sehe ich die halt nicht mehr, wo es noch drauf ist, weil ich ja das negiere. Obwohl es noch in mir drin ist, sehe ich das nicht mehr. Du siehst das Offensichtliche nicht, weil du es nicht wahrhaben willst. Dass du zum Beispiel auch dankbar bist, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Das ist etwas, was du nicht wahrhaben willst. Du willst da überhaupt nicht wahrhaben, dass du auch Geld, ohne Geld existierst. Was ist Geld als Ding an sich? Das ist ein Warnsymbol eines Gottes, weil du dir einredest, das brauche ich zum Leben. Ich sage, solange du ein Trockennasenaffe bist, brauchst du zum Essen und zum Trinken. Versuche mal Geld zu trinken und Geld zu essen. Dann sagst du, ja, das ist ja klar, aber ich brauche ja Geld, dass ich mir was zum Essen kaufen kann. Dann sage ich, wer bestimmt es jetzt? Deine Logik. Das bezieht sich aber doch alles auf die Figur, die du zu sein glaubst, in einer Traumwelt, die durch diese Logik bestimmt wird. Übrigens auch alle Naturgesetze, alle physikalischen Gesetze. Im Anfang war das Programm. Im Anfang ist der Glaube und nicht die Bilder im Computer. Hierarchisch gesehen, sage ich immer, ist es wie mit vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Ist es gleichzeitig da. Ich habe zuerst gelächelt und danach hat mein Spiegelbild zum Lächeln angefangen. Ich habe geheult und dann hat mein Spiegelbild zum Heulen angefangen. Blödsinn. Du lächelst und es lächelt. Das passiert alles jetzt. Der Unterschied liegt in der Hierarchie. Da ist ein Subjekt, ein Reizauslöser und eine Reaktion. Der Spiegel kann nicht anders sein wie du selber. Und die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, ist ein Spiegelbild deines Charakters. Okay. Den Schuh wirst du dir anziehen müssen. Der Trick ist ganz einfach, wie wenn ich jetzt sage, ich bin ein Auto, ich denke mir das bewusst so aus. Wenn du einen Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler dir ausdenkst, hast du es nicht unbedingt, dass du ein fehlerhafter Mensch bist. Wenn du das bewusst machst. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und ich mache einen Krimi mit Mördern, heißt es nicht, dass ich selber ein Mörder bin oder ein Böser bin, sondern ich spiele mit den Facetten, die mir möglich sind, die ich als Gegenteil herausstellen kann. Genau. Ja, ja. So, pass auf, der Heilungsprozess ist, wenn ich das jetzt habe, soll ich an dem Puzzlestück weghauen, geht nicht. Wir dürfen das auch nicht verändern. Darum sage ich, du musst an deinem Glauben auch nichts verändern. Wenn ich da eine Nase habe, kann ich sagen, die gefällt mir nicht, an dem Puzzlestück, das schneide ich weg. Was du tun musst, der Heilungsprozess ist, dass du im Jenseits dir jedes Mal das Spiegelbild dazu bewusst machst. Das heißt, das wäre jetzt dann praktisch hier so ein Nut. Mhm. Und jetzt kannst du das reinlegen und dann klingt sich das wieder fest. Wenn ich die Nase wegmache, ist es so, wie wenn du es gleich zum Teufel haust, dann kannst du es nicht mehr festmachen. Wir können das natürlich spiegeln, wenn da außen nach dem Puzzlestück ein Nut ist, musst du dir die Nase denken, dann kannst du es anlegen. Wenn du jetzt das aufhitzt, weil du sagst, da fällt dir was und du fällst das außen an, dann geht's nicht mehr, verstehst du? Dann geht's nicht mehr zum. Das ist die Entheiligung.
Das ist eine ganz einfache Metapher, einfacher kann ich es nicht ausdrücken. Das heißt, du hast überhaupt nichts zu verändern, sondern du hast die Veränderung zuzulassen, so wie dein Alterungsprozess deines Körpers, vom Säugling bis zum Greis. Du hast nur zu erkennen, dass der, der diese ständige Verwandlung erlebt, wo es auch nichts zum Aufhalten gibt. Ja. Dasselbe gilt nicht nur für Körper, sondern auch für politische Systeme, für religiöse Systeme. Du warst schon da, wie noch keiner an ein Christentum gedacht hat, und du wirst noch da sein, wenn keiner mehr an ein Christentum denkt. Das Wort, was du mitnimmst, sind nur die Weisheiten im Hintergrund, die damit mitgeteilt werden. Und da musst du einfach diese Gebote halten. Hör auf, ein Bild von dir zu machen. Du bist ein absolutes Nichts. Die Hölle beginnt in dem Moment, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Jetzt könnte ich wieder sagen, weißt du, wie viele tausend Selbstgespräche das drauf ist? Weißt du, wie viele zigtausende Male der Udo das schon als Brösel und der Brösel erzählt hat? Ich habe keine Ahnung, ja. Wann verdammt nochmal hältst du diese ganz simple, einfachen Gebot? Ich verspreche dir, ich mache dir von einem Augenblick zum anderen, fände ich deine Welt vollkommen. Und nicht zu niemand, den du dir ausdenkst, kann sich dagegen wehren, wenn du in dir plötzlich anders denkst. Ja. Das Andersdenken heißt erst einmal, dass du die Sachen austauschst. Dass du alle, die du bisher als mächtig angesehen hast, als ohnmächtig setzt. Die Politiker. Es ist ein ganz simples Prinzip, es will jeder an der Macht bleiben. Ein Söder jetzt in seinem Wahn hat eine gewisse Anhängerschaft. Und er muss die an der Stange halten, darum steigert er das, was seinen Anhängern, das sind all die Idioten, die sich mit dem Körper verwechseln, die eine panische Angst hat, dass in den Körper was hinkommt. Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, warte mal einen kleinen Moment, nochmal Bildschirm da hin. Das ist jetzt eins von vielen, von tausenden Videos, die du aufmachen kannst. Na. Da, die hier. Hast du das angeschaut, Holger? Den Anfang. Ganz interessant, die wurde ja entlassen, hier eine Ärztin. Die wurde ja entlassen in Österreich, ein Riesentheater, die einfach nur die Wahrheit sagt. Die hat natürlich auch einige kleine Fehler dabei. Moment, jetzt muss ich. Uff. Die hat natürlich auch einige kleine Fehler dabei in ihrem Denken. Was sie aber interessanterweise sagt, dass die Krankenhäuser normalerweise immer voll sind. Mhm. Ich kann jetzt wieder nur meine Frau, kenne ich nur vom Hören sagen. Das Weißenburger Krankenhaus war noch nie so leer wie das vorige Jahr. Ich habe gesagt, seit die ihren neuen Chef gekriegt haben vor einem Jahr, der dann auch Betriebswirtschaft nebenher gestellt hat, da war erstmalig, dass es sogar die Operationen in 3 Monaten im Voraus ausgebucht waren. Das dürften sie ja dann nicht machen, weil sie was freihalten mussten. Ja. Das heißt, es ist ein Warnsystem. Du wirst das erleben, was du glaubst. Das betone ich immer wieder. Das heißt, du wirst dir deine eigene Geistlosigkeit, dein blindes Nachgeäffe sogar ständig selbst beweisen. Ich werde dir beweisen, dass es so und so viele Tote gibt. Mhm. Wenn du das im tiefsten Innern glaubst, wird es für dich so sein. Und so brauchst du auch Geld zum Überleben. Und du wirst auch immer eine panische Angst haben, deinen Körper zu verlieren, weil du so geistlos bist, dir gar nicht auffällt, dass du auch dann da bist. Der, mit dem ich mich jetzt unterhalte, mit dem ich jetzt spreche. Ich rede doch jetzt nicht mit dem Holger, meinst du, ich unterhalte mich mit dem Wichselmännchen. Meinst du, dass der jetzt zu dir spricht, dass das der Udo ist, das andere Wichselmännchen oder der Lautsprecher ist? Dann könnte ich sagen, auf das Geschwätz von einem Lautsprecher, der dich in unendlich findet, ist ein Riesenstimmenimitator, egal welches Video du laufen lässt, labbert der dich zu. Du unterhältst dich jetzt mit dir selbst, mit dem, was du sein wirst, wenn du das Spiel überwunden hast. Du hörst jetzt dem zu, der letztendlich alles erschaffen hat. Nämlich du selbst, zumindest momentan in Bezug auf die Welt, die du dir ausdenkst. Das ist aber noch lange nicht der Geistheit-Weisheit, der geistigen Weisheit letzter Schluss. Also diese Sache mit dem heliozentrischen Weltbild, dass sich alles um eine Sonne rumdreht, stimmt dann doch wieder irgendwie, weil ich immer wieder sage, ich lasse das Wissen alles gleich. Bloß was ist die Sonne? Dann schaust du mal die Engelischen in der Engelwelt, im Engelischen, das war Zan und Sanon, das gleich ausgesprochen wird. Mhm. Es ist aber eine ausgedachte Sonne. Es sind auch ausgedachte Söhne. Der Jesus Christus ist kein Gottessohn, das ist ein Gedanke von dir.
Der Udo Böttcher ist auch ein Gedanke von dir. Gott ist ein Gedanke von dir. Jahwe ist ein Gedanke von dir. Das hast du mal ein Geräusch, wo man ein Wort hinschreiben könnte. Was machst du aus dem Wort für Vorstellung? Weil das ist ja mal nur das Wort da. Was für eine Vorstellung, was für ein Bild, B-I-L-E-T-R, im Kinderweg. Was für ein Bild, welche Vorstellung vorstellst du vor dich hin, wenn du an Gott denkst? Und jetzt ein einfacher Satz, egal was du jetzt denkst, es entsteht in dem Moment, wo du es denkst, und es wird für dich genauso in Erscheinung treten, wie du dir das ausdenkst, wie du dir das selber glauben magst. Auch qualitativ. Und die Ursache ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, jetzt haben wir das in drei Teile zerrissen. Wird auch seinen Sinn haben. Ich rege mich da über sowas überhaupt nicht auf. Lass dich einfach überraschen. Es ist wichtig, wie reagierst du jetzt? Wenn der was, wieso passiert es dann? Weißt du? Wenn das doch alles perfekt ist, wieso reißt dann das Internet immer ab? Das ist diese normale Reaktion. Das ist wieder Virus. Darum geht es mir doch gar nicht. Ja, genau. Es geht um eine stoische Ruhe, um eine absolute Apathie, die du erreichen musst, aus der heraus du deine zwanghaften Interpretationen der Kategorie 2, ist jetzt das Richtige, ist was verkehrt gelaufen oder ist es richtig gelaufen? Das war jetzt eine tolle Erfahrung, da haben wir laufend Störungen drin gehabt. Das ist doch ein ständiges Fokussieren von Einseitigkeiten, von einem Komplex, der in sich geschlossen im Meer absolut ein Es ist. So haben wir begonnen. Ein nicht existierendes Bewusstsein, das sich auch durch nichts und niemanden erschüttern lässt. 200 Gramm rote Gnede bleiben 200 Gramm rote Gnede. Ich kann oberflächlich die Form verändern, aber das passiert immer symmetrisch. Umso größer der Berg wird, umso größer ist es Tal. Erlebst du das, der Mittelpunkt, der sich dabei nicht verändert, weil der Punkt bleibt der dimensionslose Punkt. Ja. Und das war Masi, das bist du, heißt es in meinen Up-Ani-Schaden. Und das Ani hat einen Schaden. Können wir auch rot lesen. Das Ani ist das blaue Ich, das ist der Depp, der du zu sein glaubst. Der bist du nicht, du bist unendlich mächtig. Auf jeden Fall wesentlich mächtiger wie jeder Gedanke. Wenn du mal selber geistreich zum Denken anfängst und nicht nur permanent rezitierst und nachhilfst. Gedanken von dir bewunderst. So will ich sein. Ich will auch Fame sein. Ich will berühmt werden. Ist nicht unbedingt jetzt dein Problem, das weiß ich. Schau, was deine Probleme sind. Schau, was dir vorgelegt wird in deinem Traum. Jeder Moment ist ein neues Problem. Und ich sage, du hast einfach dich so zu disziplinieren, dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Und das ist dann der Fall, wenn du verstanden hast, was du bist und was deine Gedanken sind. Einfaches, kindgerechtes Udo-Beispiel. Du bist im Meer, das Meer selbst, und in dir tauchen Gedankenwellen auf. Und du kannst dann nicht sagen, die Welle bin ich und die Welle bin ich nicht. Was noch viel schlimmer ist, da kommt der kleine Spritzer und sagt, so habe ich Angst vor dir. Das ist Tatva Masi, das bist du zurzeit. Ja, ist so. Und dann sich wieder verunsichern lassen, weil einer auftaucht und sagt, was ist das für ein Spinner? Wie kannst du so einen Scheiß glauben? Ich kenne einen, der ist in die Klapse gekommen, der hat die Bücher gelesen. Vom Hörensagen. Wobei da auch ein Quäntchen Wahrheit da drin ist, aber in persönlichen Leben, die nicht deine Leben sind. Die machen dann den Fehler, dass sie diese Erkenntnis dieser unendlichen Macht oder dieser Weisheit beziehen, ich weiß ja alles, und beziehen das dann wieder von Gedanken von sich, den sehe ich nicht nach. Gefährlich, ganz gefährlich. Das Loslassen hat nichts damit zu tun mit Intellekt. Ich sage immer, Bewusstsein hat mit Wissen, Bewusstsein ist was ganz was anderes wie Wissen. Und wenn wir uns dann Videos anschauen, das ist so ein riesen Wischiwaschi, ich muss jetzt trotzdem nochmal schnell anmachen mit Ton, wenn man nämlich gerade was so süßes Video drin. Mal einen kleinen Moment. Da müssen wir da her. Das sind zwei. Das hier. Nein. Das ist es nicht. Bewusstsein ist eines der größten Rätsel der Natur. Im Kern ermöglicht uns das Bewusstsein, unsere Umgebung und unser Innenleben wahrzunehmen. Denken wir aber genauer über Bewusstsein nach, dreht sich uns der Kopf. Irgendwie wissen wir alle, was Bewusstsein ist. Es ist das hier. Nein, keiner weiß es.
Nicht einer weiß, was Bewusstsein ist. Bewusstsein ist nicht, was du denken kannst. Das ist was nicht Denkbares. Ja. Es ist wie mit Gott und wie mit dem Wort nichts. Wir wissen ja alles, was nichts ist. Das ausgedachte Wort nichts ist nicht nichts. Und der ausgedachtes Bewusstsein kann man nicht haben. Nichts kann man nicht befinden, besitzen. Und genauso ist es mit dem Bewusstsein. Es ist, was du hier und jetzt erlebst. Ja, jetzt kann man schon ins Bett. Versuchen wir, das hier aber festzumachen, ist da nichts. Und das geht nicht nur uns so. Auch die Philosophie und die Wissenschaft haben Mühe, Bewusstsein zu definieren. Es gibt zwar verschiedene Theorien und Ideen, aber keine klare Antwort. Wir wissen nicht, was dieses Bewusstsein wirklich ist, mit dem wir uns... Das ist das wölbende Licht, das immer ist und zwangsläufig nicht existieren kann. Bewusstsein ist etwas Nicht-Existierendes und zu diesem Nicht-Existieren gehört etwas Existierendes und das Existierende ist diese Antithese, ist die erste Gedankenwelle, die ich nicht zum Alles nenne. Ja, genau. Sehr simpel. Der hat ja so viel Bewusstsein. Bewusstsein kann man nicht besitzen, das kann man bloß sein. Jetzt sind wir wieder bei unseren Essayen. Das ist mal die eine Seite und dann haben wir das hier noch. Das ist jetzt, wieder ganz, ganz geistreich. Dieses Ei müssen wir da nicht mit AI schreiben. Das ist der Schöpfergott, wenn wir den rot machen. Das heißt übrigens auch nichts. Das heißt nichts, nicht, es ist nicht, es ist unverneint, verbunden, seiend. Und das heißt wo? Doppelt aufgespannt, kreisend. Aber genau genommen bist du das Zentrum. Okay? Ja. Und interessant ist, es ist das hebräische Wort für Insel. Und ich sage immer wieder, wenn El Hayom einen Wellenberg aufschmeißt, das ist das da mal ganz abstrakt. Der Wellenberg, wenn er Welle aufschmeißt, ist ein Wasserberg. Und dort, der aus Wasser besteht und das rote Wasser von El Hayom eigentlich Geistesbewusstsein ist, ist es nichts. Und interessant war dann das Tal, die Niederung. Okay? Diese Niederung, aber da wird jetzt zu weit führen. Also diese kleine Geschichte, die ist jetzt als Märchen sehr, sehr geistreich. Du warst auf den Hayom-Weg, El Hayom. Wahrlich, ich bin der Weg. Wenn du nicht an dich denkst, bist du weg. Und dann bist du Hayom, dann bist du das Meer. Das ist der Heimweg. Mhm. Als du gestorben bist. Ein Autounfall. Nicht spektakulär, aber tödlich. Autos ist das Selbst. Mhm. Unfall ist HBH. Verrückt, ne? Ja, wirklich. Du hattest keine Schmerzen. Die Sanitäter gaben ihr Bestes, dich zu retten, aber erfolglos. Dein Körper war vollkommen zerschlagen. Dein Körper. Körper ist etwas, was man besitzt. Das, was man besitzt, ist man aber nicht. Magst du die Kleinigkeit? Ja, merke ich. Ich sage immer wieder, der Besitzer von etwas ist was anderes, wie er besitzt. Wir können jetzt das fortführen, Holger, was es letztendlich geht, dass genau diese Kleinigkeiten, das sind, wie ich immer sage, der Korbstecker im Auto. Ja. Wenn ich immer sage, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder bist du schwanger, entweder hast du Kontakt oder keinen Kontakt. Entweder hast du es verstanden oder du hast es nicht verstanden. Und was dir jetzt klar werden sollte, dass über 99% von dem, was bis dato, bis jetzt, für dich als hundertprozentig sicher gegolten hat, Geschwätz vom Zweiten, kannst du de facto nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du kannst durch Nachdenken ein logisches Konstrukt aufbauen. Dann bauen sich aber wieder Existenzen in dir auf. Ja. Und jetzt haben wir diese schöne Sache, wo ich gerade schon erwähnt habe, es ist nicht nötig, irgendwas, was nicht existiert, beweisen zu müssen. Sondern einer, der behauptet, es ist trotzdem da, jetzt der Mond wieder, denk mal wieder an den Mond, wo war jetzt die ganze Zeit der Mond? Schnipp, jetzt denkst du an deine beiden Ohren. Wo waren jetzt die ganze Zeit dein Ohren und dein Gehirn? Mit was hast du jetzt dann die ganze Zeit zugehört? Mach dir doch einfach bewusst, dass in dir der tiefe Glaube ist, du bist dir hundertprozentig sicher, dass dein Gehirn und deine Ohren auch dann da sind, wenn du nicht dran denkst. Nennst du es geistreich? Nein, wahrlich nicht. Das, was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher. Ich sage immer die Elementaraussage. Kann jedes Kind sofort überprüfen.
auch das jetzt, dass die Ohren da waren, bevor ich das Wort ausgesprochen habe. Du solltest dich wirklich einmal fragen, was da in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst, was ich dir sage. Das ist verdammt hartnäckig ist. Und ich sage immer wieder, und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst, was wirklich, wirklich ist. Und nicht das, was dir logisch erscheint. Und dann kommst du auch wieder in eine ganz kritische Phase, weil du plötzlich eventuell sogar anfängst, all deine Erzieher und Lehrer zu hassen, weil sie dir das angetan haben. Oh, aber die bist doch auch du. Ja, genau. Also geh irgendwann einmal in die Vergebung. Dass du jeden freisprichst. Du musst die Figuren, die du dir ausdenkst, zuerst einmal, ich nehme alle Schuld auf mich, freisprechen, worüber eigentlich? Dass die genauso sind, wie sie von dir gedacht waren. Ja. Auch so ein einfacher Satz von Udo. Versuch bitte nicht, einen Gedanken von dir, eine Information von dir zu erklären, dass sie nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst und dass sie genauso ist, wie du sie dir jetzt ausdenkst. Wenn du ganz am Anfang stehst, der Erste bist, beroschet bist, dann magst du das nochmal. Als der du bist. Aber sehr wohl mit einem Riesenspaß als Brösel, wenn du dich dann in deine Traumwelt wieder selber ganz bewusst in eine Rolle begibst. Aber der das erlebt, ist nicht diese ausgedachte Rolle. Der Schauspieler ist nicht die Rolle, die er spielt. So wenig wie einer, der sich einen Gegenstand ausdenkt, zum Beispiel einen Körper. Der Besitzer von etwas ist was anderes wie der, der es besitzt. Der schaut, ist was anderes wie das, was angeschaut wird. Immer wieder die gleichen Sätze. Es sind dieselben Sätze. Das ist das Einzige. Da musst du Kabotter aufrechnen, du musst das ganze Holofilingramm musst du gar nicht wissen. Das musst du wissen. Du musst wissen, wer du bist. Wirklich bist. Immer sein, ohne Anfang und Ende. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, es beginnt eine Information von dir zu existieren. Es taucht in dir eine Welle auf. Ja, stimmt. Es taucht in den, der immer ist, eine Welle auf. Und du sagst dann, das bin ich. Hm. Nee, es ist eine winzige Facette von dir. Wenn du wertfrei wirst, ist kein Unterschied, ob du an deinen Körper denkst, an den Mond denkst, an eine Erdkugel denkst, komplex an ein heliozentrisches Weltbild denkst, dass du als Bild ja gar nicht denken kannst, genauso wenig wie du deine Küche nicht anschauen kannst, jetzt als Brösel. Das sind so Sätze, die normale Logik, geistlose Logik normaler Menschen total aus dem Gleichgewicht bringen. Die sind so beschäftigt damit, sich mit Bibifax zu beschäftigen, Maske, ja, Viren, gefährlich, nicht gefährlich. Und warum? Es ist ja nur, wenn du es denkst. Die Demut beginnt damit, dass du zuerst einmal sagst, ich bin ein träumender Geist. Du musst dir nicht vorwerfen, dass du das denkst, solange du dich jetzt bewusst als träumenden Geist setzt, weil dann kannst du dir ja nicht raussuchen, was du träumst. Ja, genau. Weil für den jetzt ausgedachten träumenden Geist, der so sein muss, wie er immer erschaffen wurde, gilt dasselbe, wie wenn du als träumender Geist sagst, ich muss irgendeinen Menschen, den ich mir ausdenke, oder auf der Verabrede erlebe, gar nicht vorwerfen. Meinst du, dass ich jemals meinen Heugerchen was vorwarf? Ich sage mal nein, ich frage mich eigentlich jetzt auf der Brösel-Ebene, wie konnte der Mann eigentlich 40, 45 Jahre ohne den Udo überleben? So verballt, wie du teilweise bist. Ein Wunder. Dann hat man wieder den Karrieregang, den du gemacht hast, jetzt arbeitstechnisch, wo man dann sagt, boah, der ist ja Manager, hat er wirklich was, ist ja nicht ungefähr das kleinste Licht gewesen bei VW. Im Vergleich jetzt zu der Masse der Arbeiter, die bei VW arbeiten. Du hattest ja einen gewissen Status. Aber wenn du dann in dich reinschaust, du weißt genau, das ist, es ist halt festgelegt gewesen, der Weg. Ja. Das ist es. Und das geht jetzt namens in Austauschspruch, sage ich. Das ist das, was ich um dich rumdrehe. Es geht nur um den, der mich sprechen hört. Und die Welt, die du hast, ist eine komplett eigenständige Welt. Du kannst jetzt ein Leben leben, wo du den Holger und den Udo persönlich kennst. Und du kannst ein Leben leben, wo du es einfach nur aus dem Buch und aus dem Videobereich Pixelmännchen sind. Ja, stimmt. Nichts anderes, wie wenn du irgendwelche andere dir ausdenkst, Politiker oder was auch immer. Aber solange du glaubst, dass ein Heuko und ein Udo auch unabhängig von dir da außen sind, wärst du sogar in der Lage, mit einer gewissen Energie die zu realisieren, zu materialisieren, auf deine Farbbrille zu holen und die zu einer sinnlich wahrgenommenen Information zu machen.
Was aber nichts ändert, wenn du träumst, die kommt auch aus dir. Ja, stimmt. Ja, genau. Aber um das geht es gar nicht. Es geht um das Prinzip, dass du begreifst, was bin ich und was sind meine ständig wechselnden Informationen. Ja. Und du hast, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und die, die in dir auftauchen, die werden von dir erschaffen. Das Holger-Andrea-Beispiel, wo ich so oft brachte. Das Videospiel, du mit dem Joystick an der Hand bestimmst jeden Moment und deine Zukunft. Und du versuchst ja gar nicht rauszukommen, den Traum zu überwinden, sondern du versuchst dich möglichst so lange in dieser Videospielwelt am Leben zu halten. In einer riesengroßen, geistlosen Schizophrenie. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Dieses Beispiel, auch eins von vielen, vielen Beispielen, das so einfach ist. Ja. Kann man alles ausprobieren jetzt auf dieser Spielebene. Wie Menschen reagieren, wenn du dir sagst, dass sie dumme Affen sind. Sofort massiv, weil sie so programmiert sind, mit einem beleidigt sein. Obwohl du doch bloß das sagst, was sie glauben. Ein Ding, das sie nicht sein wollen, was sie aber versuchen, möglichst lange am Leben zu halten. Geistlose Nacherferei. Und ich werde dir zeigen, wenn wir jetzt wirklich in Physik reingehen, in Hochphysik reingehen, dass da auch alles stimmt, auch in der Philosophie. Aber dann teilweise so in Sackgassen reingedacht ist, so unendlich verkopft, Gödel und Konsorten, so zerdacht, zerrechnet und die kriegen dann Auszeichnungen. Das sind die Sachen, die ihr bewundert, weil jeder dann eigentlich geistlose Dummheit bewundert. Die große Kunst, der wirkliche Geist besteht extrem komplexe Tatsachen möglichst einfach auszudrücken. Das erfordert Geist. Ich sage immer, geistreiche Kinderbücher machen, die wirklich Kinder was nutzen, ist wesentlich schwieriger wie schon extrem komplexen Zustand noch komplizierter auszudrücken, wo keiner mehr mitkommt und alle bewundern die dann, dass keiner merkt, dass man selber blöd ist. Ja, das Kaisers neue Kleider. Ich kann es immer nur erwähnen, das Wertvollste, was du hast, sind deine Märchen. Du lebst zurzeit in einer Welt, wo alle, inklusive den, der du zu sein glaubst, das Kaisers neue Kleider bewundern. Und jetzt machst du die große Verwandlung durch, dass du das allererste dieses Kind bist, das sagt, das stimmt ja eigentlich alles nicht. Wenn ich ja Zeitung lese, sind doch ja gar keine Kranken, keine Corona-Patienten. Wenn ich Fernsehen schaue, da gibt es ja gar keine Monster, keinen Superman, keinen He-Man, keinen Hulk, keinen Budin, keinen Trump. Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied? Wo kennst du die her? Aus der Zeitung heraus, aus dem Bildschirm heraus. Medien und Persien, das ist die Geschichte von Medien und Persien. Mhm. Übrigens, Persie heißt auf Lateinisch durch dich. Medien wird zur Wirklichkeit durch dich, wenn du das zur Wirklichkeit machst. Ja. Mich wundert es bloß, dass du die Fantastischen Vier nicht zur Wirklichkeit erhebst oder den Batman oder den Superman, aber den Trump und den Putin und die Merkel. Ja, stimmt. Mich auch, ja. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Große Klasse. Bis gleich. Immer dasselbe. Ich bin jetzt nicht unbedingt stolz, dass ich was Neues gesagt hätte. In den Riesenkomplex der Offenbarungen und Selbstgespräche bin ich auf sehr viele dieser Kleinigkeiten, die ich jetzt sehr schnell durchgerastet habe, viel, viel genauer darauf eingegangen. Vor allem dann in den vielen Gesprächen, die ich als Brüsel-Udo mit einzelnen Bröseln und der Bröseln-Erklärung, ja, wenn wir zusammensitzen, das weißt du. Ja. Aber nicht wichtig. Mach dich nicht um die Filmwieserei, geht's nicht. Halt dich irgendwann einmal an die einfachen Sätze. Und ich lasse in deinem Kopf, in deinem Traum Wunder passieren, dass dir schwindig wird. Das ist ein göttliches Versprechen. Aber du musst beginnen, deinen Willen zu zeigen.